Jo, dann was geht ab und willkommen. Wir reagieren jetzt auf Leroy. Ist das erste Mal auf unserem Kanal, weil seine Videos sonst mal rot geworden wären. Aber jetzt geht's halt um ein besonderes Video und zwar hört er mit YouTube auf. Mhm. Quasi das Ende, so heißt das Video auch. Ich habe auch gehört auf TikTok, dass er was rausgeschnitten hat. Deswegen, wir reagieren erst jetzt drauf und irgendwas wurde gekürzt. Das sehen wir da nicht mehr. Ich glaube, irgendwas bei Monte oder so. Ja, bestimmt. Ja, okay, wir gehen rein. Ihr habt den Titel gelesen, Freunde. Ich habe einen Entschluss gefällt und den möchte ich euch heute mitteilen. Bevor wir aber loslegen, habe ich eine Bitte. Dieses Video ist mir sehr, sehr wichtig und deshalb guckt es euch bitte nur an, wenn ihr auch wirklich die Zeit habt, es bis zum Ende zu schauen. Ich werde heute auch auf Kritik eingehen und auch über meine eigenen Fehler sprechen und vielleicht ein paar Lügen und Unwahrheiten aufdecken. Ihr kennt den Spruch, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Nur um ehrlich zu sein, wüsste ich gar nicht genau, welcher Moment das in den letzten 7 Jahren gewesen ist. Denn die Zeit ist wie im Flug vergangen, seit ich 2016 mein erstes richtiges YouTube-Video hochgeladen habe. Damals ging eine Reise los, bei der ich selber nie so genau wusste, wohin sie wirklich gehen wird. Diejenigen unter euch, die mich jetzt schon etwas länger kennen und verfolgen, die wissen, dass ich meine Kindheit, also den größten Teil, im Krankenhaus verbracht habe, dass ich mir 65 Mal meine Knochen gebrochen habe. Das ist auch hardcore. Er hat auch so eine Knochenkrankheit, die sind sehr, sehr zerbrechlich. Wenn er fällt, dann bricht er sich einiges dabei. Und 65, Alter, weil die Schmerzen sind ja trotzdem da, weißt du? Ja. Das ist krass. Und als ich damit YouTube angefangen habe, war meine Mission, den Menschen da draußen, also euch, zu zeigen, dass der Rollstuhl oder eine Behinderung oder sonst irgendein Schicksal nicht automatisch bedeutet, dass das Leben vorbei ist oder scheiße sein muss. Also habe ich zunächst meine eigene Geschichte erzählt und dabei immer wieder versucht zu zeigen, dass das Leben weitergeht. Dass man auch als Rollstuhlfahrer Spaß haben kann und ein geiles Leben mit Freude erleben kann. Und ich weiß auch genau, damals hat sich ein junges Mädchen bei mir gemeldet, die mir gesagt hat, ihr Vater ist gelähmt und er sitzt nur noch zu Hause rum und hat die Lust auf sein Leben verloren. Und aus Verzweiflung, hat sie mir geschrieben, hat sie ihm dann ein Video von mir gezeigt und er hat geguckt und geguckt mehrere Stunden und neue Motivation geschöpft. Und heute nutzt er die Zeit mit seinen Kindern. Er hat auch seine alten Bandfreunde wieder kontaktiert und die haben ihn natürlich auch wieder aufgenommen und so hat er irgendwie zurück ins Leben gefunden. Und das, Freunde, war der wichtigste Moment in meiner Laufbahn, weil das Video, was ihn motiviert hat, nur ganz wenige Aufrufe hatte, aber trotzdem so viel bewirkt hat. Vor 5 Jahren kam dann der Leroy Wills Wissen Kanal dazu, dem bis heute mehr als 2,4 Millionen Menschen folgen. Das ist unglaublich. Ich habe damals angefangen, mit Menschen zu sprechen, die eine besondere Lebensgeschichte, ein Hobby oder einen Schicksalsschlag erlebt haben. Und daraufhin haben sich zigtausend Menschen bei mir gemeldet, um ihre eigene Geschichte zu erzählen. All das waren Themen, die in der Gesellschaft bisher tabu waren, über die keiner so richtig gesprochen hat, weil sie vielleicht unangenehm waren, nicht werbefreundlich oder nicht sexy genug für unsere glatte Gesellschaft, in der jeder perfekt ist. Wenn ich auf die mehr als 300 Videos alleine hier auf diesem Kanal so zurückblicke. Wenn ich rede, wird gestoppt, YouTube, ne? Aber ich fand das auch immer voll interessant, weil der hat das wirklich eigentlich voll cool gemacht mit diesen, zumindest am Anfang, mit diesen verschiedenen Leuten vor die Kamera bringen, jeder durfte seine Geschichte erzählen. Ich weiß gar nicht, seit wann er dieses Format gemacht hat, weil es hat er nicht von Anfang an gemacht, oder? Seit 2016. Nee, ich glaube nicht. Er hat doch nicht direkt damit angefangen mit Leroy Wills Wissen, oder? Mhm. Auf jeden Fall habe ich das erst, glaube ich, so vor 3-4 Jahren gesehen. Also nee, so alt ist es, glaube ich, nicht. Naja. Nee, so ich habe die Videos aber sehr, sehr gerne geguckt. Ich auch. Ich fand es voll interessant. Am Anfang, das war so interessant. Ja, hier bekomme ich wirklich Gänsehaut. Das sind so viele wunderschöne und berührende Geschichten, aber auch natürlich schwere Schicksale. Und genau so spielt das Leben. Es geht nicht immer bergauf. 10 Minuten vor meinem WM-Kampf, dann kam mein Papa rein und hat auf mich geschossen. Seid nicht so, wie die euch haben wollen. Die sehen euch gerne im Knast. Die erwarten das von euch, dass ihr euch nicht ausdrücken könnt, dass ihr euch nur mit Gewalt wehren könnt. Zeigt ihnen, dass ihr es anders macht. Seid erfolgreich, seid frei und verschwendet euer Leben nicht hinter den Gittern. Du musst dir so vorstellen, ich liege da auf dem Bauch, meine Hände hinterm Kopf als 11-Jähriger und Waffe auf meinem Kopf. Der eine andere IS-Kämpfer, mein Vater, vor meinem Vater steht und auf ihn schießt. Die lagen alle auf dem Boden und die haben sich nicht mehr bewegt. Hat dann auch seinen Bruder gesehen. Genau. Man kann das nicht so gut beschreiben, aber wenn jemand tot ist, das ist einfach nur noch eine Hülle. Also es waren bei weitem die schlimmsten Tage meines Lebens. Ich habe jetzt jedes Video davon gesehen. Ich fand das übelst interessant. Ja, das ist echt immer beim Schminken geguckt, wie ja, so ein Podcast. Ja, genau. Oder zum Beispiel das mit Hanau, Leute. Ich habe da eigentlich jedes Interview zugeschaut, weil das ist nicht so weit von uns und ich fand das einfach, das war so schlimm. Oder hier, vom Blitz getroffen zu werden, das fand ich auch richtig krass. Weil wie selten ist sowas, weißt du? Und dass er noch lebt, diese Person, das... Meine Eltern und eine sehr gute Freundin sollten sich von mir verabschieden, weil die Ärzte meinten, ich würde die Nacht nicht schaffen. Lass mich hier die ganze Zeit aus. Nee, es ist schon so. Wie ist das? Auf welche Antwort ist das auch was? Auf das Kälterwerden.
Hallo, hallo, hallo. Hi, grüß dich. Guten Tag. Was ist bei dir? Ja, ist eigentlich mein Text in diesem Studio. Achso, ja, heute sind wir in deinem Studio. Ich habe selber bisher ein einziges Fußballspiel, Bundesligaspiel im Stadion geguckt, weil viele Stadion. Da bist ja klar, wenn man in Köln wohnt. Nee, ich wohne jetzt in Köln. Ich möchte den Moment hier nutzen, um auch den Menschen zu gedenken, die wir in den letzten 5 Jahren leider verloren haben. Zum einen ist da Hermann, der uns auf seinen letzten Metern im Hospiz nochmal mitgenommen hat. Der Krebs hat mich im Griff. Und ja, das ist erstmal so ein Fall in eine bodenlose Tiefe. Nach dem Dreh, als alle raus waren aus dem Zimmer, habe ich ihn nochmal gefragt, was wünschst du dir noch, was du von den Pflegern hier aber leider nicht bekommst. Ganz egal, ob es jetzt irgendwie Süßigkeiten sind oder ein Pornoheftchen oder was Schönes fürs Auge zu haben. Sag, was du dir wünschst. Und dann hat er so gemacht, hat sich zu mir, also mich zu ihm hergewunken und hat gesagt, es wäre schön, nochmal so eine rote Gouloir, so eine Stange rote Gouloir zu kriegen. Das sind so Zigaretten, wusste ich nicht, aber hat er mir dann erklärt. Und wir haben das Video dann versucht, ganz schnell fertig zu machen, damit er es noch sehen kann, bevor er von uns geht. Und ein paar Tage später bin ich dann mit den Zigaretten im Schlepptau zu ihm, habe ihn besucht, ganz alleine, und habe ihm ja die Zigaretten gegeben. Für mich war das sehr, sehr wichtig, dass ich da über mich selber so sprechen konnte. Ich habe hier gute Rückmeldungen. Ich war, wie gesagt, sprachlos. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Er hat sich so unglaublich gefreut, denn das Video hat eine alte Freundin von ihm dazu bewegt, ihn nochmal anzurufen, bevor es zu spät ist. Und er hat Zuspruch aus den entlegensten Ecken bekommen, hat er mir erzählt. Das hat er so überhaupt nicht erwartet. Und besonders die Chance, dass er seine eigene Message nochmal für die Welt hinterlassen konnte, dafür hat er sich bedankt. Was würdest du deinem 20-jährigen Ich oder 20-30-jährigen da draußen gerne mit auf den Weg geben? Ja, einfach, dass er begreift, dass das Leben endlich ist. Also, dass man das Leben als riesengroßes Geschenk sieht. Der menschliche Körper ist so eine wunderbare Maschinerie. Es ist keine Maschinerie, das ist eine wunderbare Schöpfung. Und das ist so wertvoll, so unglaublich wertvoll. Also, dass man wirklich auch Respekt hat. Also für anderen Menschen auch. Es ist ganz wichtig, das Leben als riesiges Geschenk zu sehen. Wenn du hier in dieser Situation sagst, das ist dir das Wichtigste, was wir mitnehmen sollten, ja. Ich glaube, dann könnten wir uns alle ein paar Gedanken darüber machen. Ich möchte euch in seinem Namen nochmal danken, dass ihr so viel Anteil genommen habt und in den Kommentaren unten auch so respektvoll wart. Das hat ihm wirklich eine riesige Freude bereitet. Ruhe in Frieden, lieber Hermann. Ein Jahr davor ist Josie von uns gegangen. Beim Dreh und so, wie sie den Raum belebt hat, war Josie fit wie ein Turnschuh. Ein paar Wochen später ist sie dann einfach eingeschlafen und nie wieder aufgewacht. Und anders als bei Hermann hat es damit niemand... Das war, glaube ich, diejenige, die Marke, das habe ich sogar mitbekommen, als sie gestorben ist. Das habe ich auch mitbekommen, das war so traurig. Das war richtig traurig, weil sie hatte, glaube ich, eine Magersucht. Ja. Und sie konnte es einfach nicht überwinden, weißt du? Die konnte es nicht bekämpfen, die Arme. Ja. Und die ist dann daran gestorben, ne? Ich glaube schon. Also ich glaube, das waren die Folgen davon. Mhm. Weil sie ist ja eingeschlafen, nicht mehr aufgestanden. Wahrscheinlich, weißt du, liegt es daran. Man hat wirklich gerechnet, obwohl sie auch uns allen im Video eigentlich klar versucht hat, klarzumachen, dass das eine tödliche Krankheit sein kann. An all diejenigen, die jemanden kennen, die oder der essgestörte Züge hat oder selber essgestört ist, eine von 10 Magersüchtigen stirbt an dieser Krankheit. Man sollte diese Krankheit ernst nehmen. Das war ein echter Schock, könnt ihr euch vorstellen. Und ich sag's euch, wie es ist, ich wollte das Video erst nicht hochladen. Dann kam es aber zum Telefonat mit Hans und Annette, Josies Eltern. Und die haben ihre Tochter durch die ganze Krankheitszeit begleitet und haben sie besser gekannt als jeder andere. Sie haben zu mir damals am Telefon gesagt, sie hatte eine Mission. Sie hätte gewollt, dass dieses Video gezeigt wird. Mit Hans und Annette bin ich auch heute noch in einem guten Austausch. Hans hat mich zu seinem 50. Geburtstag eingeladen. Und an der Stelle ganz liebe Grüße an euch beide in den Norden. Ihr seid wirklich wunderbare Menschen. Gerade im Internet. Mobbing ist scheiße. Und wenn ihr im Internet mobbt, seid ihr einfach bloß schwache Loser. Sorry, aber ist so. Josie bleibt in unser aller Herzen und ihre Message hat mehr als 10 Millionen Menschen erreicht. Danke, Josie, im Namen von allen Betroffenen von Essstörungen und ihren Angehörigen. Wir durften Luke kennenlernen, der an einer sehr seltenen Krankheit erkrankt ist und... Ach, der hatte den auch? Luke kenne ich. Ist er verstorben? Oh, ich hoffe nicht. Doch, der redet ja gerade über die Verstorbenen, oder? Nein. Ist der verstorben? Oh, das habe ich...
von Anfang an, als er geboren wurde, da kannte ich den. Ja. Und wir haben den auch supportet mit Spenden. Ja, mit Spenden, da hatte der Vater so Leute gesucht, die Geld spenden und sonstiges. Ja. Und ich habe die so lange verfolgt. Ja, ich auch. Ich wusste, ich habe mir sogar das Interview angeschaut, als er bei ihm war. Es war auch richtig süß. Ist er auch fast gestorben? Nee, oder? Genau, der hatte Progerie. Trotzdem ein kleiner Kämpfer ist. Oder Tamara, die mit Down-Syndrom ein internationales Topmodel geworden ist. Solche Menschen haben uns gezeigt, dass wir unser Leben selber in der Hand haben und es am Ende des Tages immer auch eine Frage der Perspektive ist. Ihr erinnert euch doch sicher noch an Ingrid, die gemeinsam mit Marc Gebauer über Armut und Reichtum in Deutschland diskutiert hat. Für Ingrid haben wir übrigens gemeinsam mehr als 6.000 Euro gesammelt. Und ich sage euch, dieses Weihnachten wird sie dank eurer Hilfe eine Oma sein, eine stolze Oma sein, die jedem Enkel was schenken kann. Und das finde ich wunderschön. Damit die da draußen natürlich auch sehen, wie das Ganze dann am Ende bei dir ankommt, habe ich dir eine Vanille-Kipferl-Cheesecake-Backmischung besorgt. Nee, war ich dafür kaputt. Das ist nicht schlimm. Kannst du mit Backmischung was anfangen? Ja, sicher. Da ist doch kein Mehl drin. Oh, ihr macht mich wieder fertig, ne? Oh. Nein, das kann ich nicht annehmen. Du hast gar keine Wahl, Ingrid. Und weißt du was? Das sind tausende Menschen da draußen, die an deiner Geschichte Anteil genommen haben und kleinere oder größere Beträge gespendet haben, weil sie gesagt haben... Stell vor, Leroy hat nur die Hälfte gegeben. Die weiß ja nicht, wie viel die gesammelt haben. Stell vor, Hälfte kriegt Papa, Starthälfte kriegt sie. Die Frau hat es verdient. Da gibt es aber in der Welt noch was Wichtigeres. Für diese Menschen bist du so wichtig gewesen, dass sie gesagt haben... Wenn du ein ehrenloses machst, dann mache ich auch rein. Stell vor, sie weint, weil es nur ein Umschlag ist. Die dachte, die kriegt einen Koffer. Okay, sorry. Jetzt schreibt auch, tut ihr auch in den Chat bitte, ja? Das ist deins. So viel habe ich ja noch nie gehabt. Ingrid hat mir auch verraten, dass sie morgen ihren Job aufgeben muss, weil sie es körperlich nicht mehr schafft. Und ich glaube, da kommt das vom Timing her ganz gut. Stimmt. Dankeschön. Wie man heutzutage noch zum Neonazi werden kann, habe ich nie verstanden. Ich als Rollstuhlfahrer und Mensch mit Migrationshintergrund wäre im Dritten Reich wohl doppelt tot gewesen. Und dass es sich aber lohnen kann, Menschen, die früher Hitlerparolen geschrien haben, wenn sie aussteigen oder wenn sie ausgestiegen sind, eine zweite Chance zu geben, das hat mir Philipp gezeigt. Wie hättest du zu dieser Zeit auf mich reagiert? Aufgrund deiner Hautfarbe, man hätte dich bepöbelt, man hätte das N-Wort dauerhaft benutzt. Auch so, also ihr geht jetzt hier so an mir vorbei und ich sitze hier alleine, trinke einen Kaffee oder so, dann wären solche Sachen gefallen? Ja, wahrscheinlich, ja. Vielleicht einen Rollstuhl umkippen oder so, weißt du, also... Oh mein Gott, boah. Ja, das wäre schon möglich gewesen. Vielleicht anspucken oder sowas, hätte auch passieren können. Ich war damals 22 Jahre alt und wusste auf der Bahnfahrt zum Dreh mit Philipp wirklich nicht, ob das gut gehen wird. Fast 10 Millionen Menschen von euch da draußen konnten sich später dann anschauen und auch anhören, dass es eine Zukunft gibt, wenn man sich traut, aus Neonazi-Gruppen auszusteigen. Und gleichzeitig aber auch, wie man trotz eigener Vorbehalte einem Aussteiger die Hand reicht, damit er sich irgendwie wieder in die Mitte der Gesellschaft einfindet. Seit unseren Videos hat Philipp hart gearbeitet, mit seinem Verein hunderten Neonazis beim Ausstieg geholfen und das ist durch unsere Videos hier unterstützt worden. Deshalb danke dir, Philipp, und danke euch für den Support bei so einem wichtigen Thema. Ich wurde in fast jeder TV-Show gefragt, welches Thema fehlt dir noch? Und meine Antwort war eigentlich immer dieselbe. Wie muss das wohl gewesen sein, in einem Konzentrationslager zu leben? Das Ganze ist leider heute aktueller denn je. Und dank Frau Dr. Umlauf haben wir auch dieses Thema festgehalten. Auch wenn ihr hier zuschaut und vielleicht schon etwas älter seid, vergesst nie, es sind auch einige junge Menschen dabei, die vom Holocaust noch nichts gehört haben und nicht wissen, was das ist. Ich hätte mir selber damals als Schüler früher genau so ein Video gewünscht. Und deshalb ein großes, großes Dankeschön an alle Lehrer und Dozenten, die immer ganz lieb fragen, ob sie diese Videos hier in ihrem Unterricht benutzen dürfen. Ja, bitte, unbedingt. Denn genau dafür ist es da und ich sage euch auch eine Sache, es braucht motivierte Lehrer wie euch da draußen. Nur so nimmt man als Schüler auch wirklich etwas fürs Leben mit.
Wir haben es mit diesen Videos in so viele Schulen und Universitäten geschafft. Und ich sag's euch, wie es ist, darauf bin ich extrem stolz. Jede dritte Frau hat schon mal Gewalt erlebt. Das ist eine krasse Zahl. Und genau wegen solchen Zahlen gibt es hier auf diesem Kanal verschiedene Menschen mit ihren eigenen Missbrauchsgeschichten. Ihr erinnert euch vielleicht an das Video mit Josephine, die missbraucht wurde und auf Georg getroffen ist, der pädophil ist. Das Objekt der Begierde von Menschen mit einer Sexualpräferenzstörung, gerade mit einer Pädophilie, sind häufig sehr junge Kinder. Und deswegen auch meine Frage, Georg, was sind die Kinder deiner Präferenz? Also welches Alter hast du, wo du sagst, das ist das Alter, wo mich... Das war auch ein sehr krasses Interview. Ja, das war richtig krass. Also erstmal Respekt an beide Seiten, weil er ist ja offensichtlich ein Pädophiler. Also er wird auch Pädophiler, Digga. Jetzt ist aber auch gut mit den Sprachfehlern, Digga, für heute. Er ist ja offensichtlich ein Pädophiler, also weiß er auch, wie die Gesellschaft darauf reagiert, weißt du? Und dass er sich das traut, sich hinzusetzen und zu sagen, ich bin pädophil und ich möchte aber an mir arbeiten oder so, dann, das finde ich schon sehr krass. Und sie wurde missbraucht, um das in der Öffentlichkeit zu sagen, dadurch die Stärke daraus zu nehmen und Leuten damit zu helfen, weißt du, finde ich auch sehr krass. Vor allem, also das Interview müsst ihr euch schon mal reinziehen. Ja, ich schwöre vor allem, dass sie sich traut, weil sie hat bestimmt richtige Trauma davon. Ja, natürlich. Und dann sitzt noch ein Herr neben ihr, der sowas tut, dass ihr angetan wurde. Und dann muss sie ihn so ein bisschen interviewen, weil klar, Leroy interviewt das Ganze. Aber ich glaube, da stand er wirklich so mehr in der Mitte und sie hat so angegriffen, diskutiert, voll, geleitet voll, und so, weißt voll, du? Das war krass. Sexuell auch erregt. 8 bis 12. Ganz knapp und klar gesagt, 8 bis 12. Also bis die Pubertät eigentlich anfängt. Wo in der deutschen Medienlandschaft gab es vorher so ein Treffen, so eine Diskussion? Und ich bin wirklich ich weiß gar nicht, ich finde keine Worte dafür. Es sind 6 Millionen Menschen, Eltern, Kinder, Mütter, die das gemeinsam geschaut haben. Und wer das Video gesehen hat, der weiß heute so viel mehr über das Thema und geht mit einem viel wachsameren Blick durch die Welt. Und was ihr als Zuschauer nicht wissen könnt, ist das, was nach dem Dreh passiert ist. Die beiden haben sich nämlich hier vorne bei uns an der Theke nochmal hingesetzt und gemeinsam einen Kaffee getrunken und sich ausgetauscht über mögliche Präventionsoptionen. Und das war, sage ich euch, wie es ist, das war einer der schönsten, magischsten Momente in meinem ganzen Leben. Es gab aber auch lustige Videos. Und auch wenn das jetzt erstmal komisch klingt, muss ich an der Stelle Marcel nennen, der sich bei einem Körper in den Pool seinen Rücken gebrochen hat und jetzt gelähmt ist. Da lag ich da und es kam eine Schwester rein, die wirklich sehr hübsch ist, ein super liebes Mädchen, ich kam mit ihr gut klar. Und die musste mir halt beim Pinkeln helfen. Kam rein, hat mein OP-Hemd hochgezogen, wie selbstverständlich, ohne was zu sagen. Und ich schaue sie an, ich sage, Entschuldigung, diese ja. Sollen wir nicht vorher erstmal essen gehen, bevor du mich ausziehst? Hast du nicht gesagt? Doch. Die guckt mich an, fängt natürlich voll an zu lachen. Das ist ein unfassbar dramatisches Schicksal, aber der für war so ein sympathischer Junge, so ich hab den so süß. Der war so sympathisch, nicht mehr normal. Ja. Mitleid hat dieser Typ absolut keine Zeit. Also der genießt sein Leben in vollen Zügen, da könnt ihr euch sicher sein. Oder ein anderes Video, was mir einfällt, ist das mit Bodo. Der war selber ist Pornodarsteller und der hat uns ja von seinem Pornodarsteller-Casting berichtet. Der ist einfach ein Entertainer gewesen und auch im angezogenen Zustand wirklich unfassbar sympathisch. Und man hat als Zuschauer sofort gemerkt, ups, so easy peasy, wie das in dem Filmchen da immer aussieht, ist das nicht. Das hat uns ganz klar gemacht. Und reines Entertainment war es halt am Ende dann doch auch nicht, weil er am Ende eine Mission hatte. Er wollte, dass Jugendliche da draußen, die heimlich vielleicht in so eine Art Pornosucht verfallen, auch checken, dass das Ganze, wie es in den Filmen dargestellt wird, nicht viel mit der Realität zu tun hat. Eins ist definitiv mal Fakt, Porno ist genau wie jeder andere Film ein Kunstprodukt. Ganz wichtig und ganz entscheidend ist das, auch wenn das in einem oder anderen Pornos so rüberkommt, dass Frauen ja natürlich dann in diesem Porno sexualisiert werden, es aber wichtig ist, dass du das nicht mit in die Realität nimmst. Erinnert ihr euch noch an den 13-jährigen Alex, der vermisst wurde? Der Bitte seiner Mutter sind hunderte von euch nachgekommen und haben in ihrem eigenen Umfeld nach Alex gesucht. Das war wirklich unfassbar. Und das Ganze ging, bis er schließlich gefunden wurde. Einfach krass. Was meint ihr, wie sich die Mutter von Alex gefühlt haben muss, als sie ihren Sohn dann wieder in den Arm gehalten hat? Und wenn mich jemand fragt, was kann man mit Reichweite denn Gutes bewirken, dann denke ich an genau sowas. Die Unterstützung einer verzweifelten Familie,
von einem Millionenpublikum hier auf YouTube. Wir hatten auch unglaublich viele Frauenthemen hier auf dem Kanal. Alles rund ums Kinder kriegen oder vielleicht auch nicht kriegen können. Und aber auch Endometriose, eine Krankheit, die fast jede 10. Frau hat. Und das ohne oftmals überhaupt davon zu wissen. Das war, glaube ich, so die schlimmste Zeit dann, weil diese Pille hat einfach dafür gesorgt, dass ich 3 Monate lang durchgehend meine Periode hatte. Und ich habe dann einfach vor Schmerzen im Bett gelegen, weil ich halt nichts machen konnte, weil ich so schlimme Schmerzen hatte. Für Außenstehende jetzt, die vielleicht eine Freundin haben, die Endometriose haben, nicht böse sein, wenn es vielleicht mal nicht so klappt oder sie keine Zeit hat und einfach versuchen, Verständnis da aufzubringen. Bei so einem Thema ist Aufklärung das A und O. Und das Geniale ist, ihr müsst es nur einmal irgendwie gehört haben und werdet automatisch zu Multiplikatoren. Kommt eure Tochter oder eure Schwester, eure Cousine dritten Grades irgendwann mal zu euch und sagt irgendwie, dass sie sowas Ähnliches hat, so ähnliche Beschwerden oder Symptome, dann klingelt es wahrscheinlich da hinten irgendwo im Hinterstübchen. Und auch als Mann kann ich euch sagen, nach so einem Video mit Lisa fühle ich mich irgendwie auch als Teil des Teams. Ich bin im Boot und kann so ein bisschen mitreden, auch wenn das eigentlich ja nur Frauenthemen sind. Und genau das, sage ich euch, fühlt sich gut an. Und ich glaube, ich habe hier natürlich so viele unfassbar tolle Menschen vergessen, die diesen Kanal ebenso zu dem gemacht haben, was er heute ist. Deshalb danke an jeden Einzelnen von euch da draußen. Und ich spreche, bis jetzt, ich habe mir das Video ja noch gar nicht angeguckt privat. Die ersten 17 Minuten sind vergangen und das ist ja alles so richtig fett abgesprochen mit dem Team, verstehst du? Wer weiß, vielleicht hat er ja sogar ein Skript oder so. Ja, aber es ist ja das finale Video und er hat ja so viel Kritik bekommen in den letzten Monaten. Mhm. Und deswegen musst du jetzt ganz genau aufpassen, was er sagt, okay? Ja. Leute warten ja nur drauf, dass er einen Fehler macht. Und bis jetzt ist das Video wirklich voll gut. Voll top. Diese Rückblicke, seine Worte dazu und so. Ja, weißt du, mal was Trauriges, dann hier mal was Witziges und so. Das hat er sehr gut gemacht. Finde ich auch. Das Video ist bis jetzt top. 17 Minuten sind wir im Namen aller Zuschauer hier, wenn ich sage, was man von euch als Menschen lernen durfte. Welche privaten und bisweilen aber auch intimen Dinge ihr preisgegeben habt. Für all das gebührt euch der allergrößte Respekt. Und wenn ich mich hier selber so reden höre und diese Rückblicke sehe, dann bin ich einfach nur unglaublich stolz. Mein Team hat mit mir zusammen hier etwas aufgebaut, wichtigen Themen einen Raum geschaffen, den sie sonst irgendwie nirgendwo bekommen haben. Und eine Zuschauerin hat es mal ganz schön gesagt. Sie hat diesen Kanal hier so beschrieben als eine kleine Oase inmitten von diesem lauten, negativen Internet der heutigen Zeit. Du, der das Video jetzt vielleicht bis hierhin geschaut hat, wird vielleicht ein bisschen erschrocken sein, wenn er das sieht, was nun folgt. Ich bereite dich kurz mal seelisch so ein bisschen darauf vor. Also du wirst gleich ein paar Äußerungen von anderen YouTubern hören. Es wird auch persönliche Beleidigungen gegen mich geben und aber auch gegen meine Gäste. Also legen wir los. Ich weiß, uns Menschen fällt es immer ab. Wir kommen nicht vor, weil wir haben nie auf ihn reagiert. Ja! Period. Ja! Ja! Digga! Am schwersten, die Fehler als erstes bei uns selbst zu sehen. Und deshalb fange ich genau mit dieser Aufgabe hier heute an, bevor es um irgendwen anderes geht. Denn ich habe definitiv Fehler in 7 Jahren YouTube gemacht und davon nicht zu knapp. Manchmal schaffe ich es schneller, daraus zu lernen und manchmal dauert es auf jeden Fall auch länger. Und am Ende des Tages wisst ihr, glaube ich, auch, keiner von uns ist fehlerfrei. Kommen wir als erstes zum Thema Journalismus und beginnen mit einem Fehler, den ich Anfang diesen Jahres gemacht habe. Den Text, den ihr jetzt gleich hört, habe ich damals schon geschrieben und wollte das als Video für euch hochladen mit dem Titel Ich bin kein Journalist. Wie lange wollte ich dieses Video schon machen? Ich habe Lust, ein paar Dinge anzusprechen. Das Video hier ist für alle, die meinen Kanal hier und diese Videos so gerne schauen und genießen. Die anderen dürfen gerne wegschalten. Es wird Gott sei Dank niemand gezwungen, hier zu sein. Ich wurde irgendwann in einem Artikel mal als neuzeitlicher Journalist bezeichnet und ab da auch immer wieder so vorgestellt und dafür auch mal ausgezeichnet. Und das finde ich hochinteressant und das finde ich im Hinblick auf die Jugend auch extrem gut, weil es ist auch eigentlich fast eine Art, nicht eine Art, Journalismus irgendwo. Und da habe ich einen großen Fehler gemacht. Ich habe diesen Titel erst hingenommen und mich dann auch selber mal so genannt und das war falsch. Ich bin YouTuber und ich hätte es einfach dabei belassen sollen. Ich drehe einfach nur YouTube-Videos für ganz viele Menschen da draußen, die meine Themen spannend finden. Wenn für jemanden der journalistische Anspruch dabei zu niedrig ist, Themen vielleicht verfehlt wurden, dann tut mir das leid. Ich bin dankbar für das Feedback und an diejenigen, denen das nicht reicht, ihr müsst ja zum Glück nicht einschalten. Keiner zwingt euch. Aber nochmal ein ausdrückliches Sorry, wenn ich irgendjemanden enttäuscht haben sollte mit einem Video oder irgendeinem Thema. Mein Ziel ist es, Menschen
Menschen zu unterhalten, sie aus ihrem stressigen Alltag abzulenken und in die Lebensrealität von jemandem völlig Fremden eintauchen zu lassen. Ich spreche mit Menschen und das mittlerweile seit Jahren und ich werde das so lange machen, wie ich wirklich Lust dazu habe. Kuss an jeden von euch, der diese Videos hier beim Einschlafen, auf dem Weg ins Büro oder zur Schule, beim Kochen oder auf dem Klo sonst wo schaut. Ihr unterstützt mein Projekt hier und dafür bin ich euch extrem dankbar. Viel Spaß bei dem, was noch kommt. Ja, geschrieben habe ich das Ganze im Frühling, weil ich das Gefühl hatte, hier gibt es etwas klarzustellen. Bis mir dann aufgefallen ist, dass ihr als meine Community die Videos genauso feiert, wie sie sind. Also habe ich mir das Video gespart, weil ich mir dachte, meine Leute verstehen mich und darauf kommt es mir an. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, es hätte, glaube ich, niemandem geschadet, wenn ich diese Zeilen damals auch schon genauso erzählt hätte. Also, ich bin kein Journalist. Davon gibt es zum Glück genügend in der Medienlandschaft, nur zu mir passt es einfach nicht. Von meinen über 500 Videos, die ich hier auf YouTube veröffentlicht habe, gibt es in all den Jahren übrigens roundabout 5 Videos, die richtig viel Kritik bekommen haben. Und die Kritik ist mir bewusst und wir werden heute auch, oder beziehungsweise gleich auch genauer darüber sprechen. Das Ding ist, eine Handvoll Videos bei einer Laufbahn von knappen 500 oder lass es von mir aus 20 oder 30 Flops gewesen sein. Genau das zeigt wieder, wie wir Menschen ticken. Wir machen 1000 gute Dinge und dann sprechen wir aber nur über diesen einen großen Fehler. Niemand. Aber das stimmt wirklich. Dieses Fokussieren auf negative Dinge, weißt du? Ich hoffe, er geht auch auf die Videos von Sascha ein. Sascha hat sich auch sehr oft zu Leroy vor allem gemeldet oder auch ihr Feedback abzugeben. Und weißt du, Sascha ist, die sagt ja nicht einfach so, ich finde, du bist blöd, ich finde, du bist so, ich finde, du bist so. Sondern sie sagt wirklich faktisch, so, so, so ist und so, so ist nicht, weißt du? Ja. Deswegen hoffe ich, er geht auch ein bisschen darauf ein, auf Sascha. Und nicht einfach auf so Aussagen von irgendwelchen YouTubern, die den beleidigt haben, als wir auf den reagiert haben, weißt du? Dann wird dir danach sagen, was du gut gemacht hast und jeder wird am Ende irgendwie nur auf diesem Fehler herumreiten. Und ich sage nicht, dass alle anderen Videos perfekt oder fehlerfrei waren. Das waren sie mit Sicherheit nicht. Aber bei all den wichtigen Themen, die ich hier behandelt habe und bei dem, was mein Team geleistet hat, werden hier 4, 5 Videos herausgepickt. Vielleicht guckt das hier auch gerade jemand, der mich nicht mag, der meine Videos total kacke findet. Und genau du da draußen, warum guckst du dieses Video überhaupt? Hast du das mal versucht zu reflektieren? Entweder, weil du unbedingt sehen willst, wie ich gleich über den Bullshit bekannter Menschen rede, den Bullshit, den Leute wie Montana Black über mich erzählt haben und das ein oder andere ans Licht bringe? Oder ist es, weil du mich einfach nicht magst und eine Entschuldigung erwartest, die dir am Ende aber sowieso nicht ausreicht, nur um dann einen hasserfüllten Kommentar zu schreiben? Aber das ist halt wirklich so, weil Leute, die ich nicht mag, die gucke ich auch nicht. Die gucke ich wirklich nicht. Es gibt genug Leute, die schaue ich einfach nicht gerne und dann komme ich auch gar nicht auf die Idee, drauf zu klicken. Weißt du, was ich meine? Sei es eine Story, ein YouTube-Video, ein TikTok oder so, ich mach's einfach gar nicht. Ja, deswegen, ich verstehe auch allgemein Hater nicht. Du musst dir vorstellen, die mögen dich nicht, klicken dann auf das Video und kommentieren das, denke ich mir so, the fuck? Ja. Also, als ob die das nicht selbst checken, dass das cringe ist, weißt du, was ich meine? Genau. Wo AfD-Politiker trifft Transfrau hochgeladen, was sehr kontrovers war. Und das Thema hat verdammt viele Menschen interessiert. Es wirkte leider im fertigen Video so, als hätte ich meine Meinung zu so einem wichtigen Thema nicht gesagt und teilweise sehr kritische Falschaussagen auch nicht berichtigt. Das war vor Ort im Dreh etwas anders. Aber was ich nicht verstehe, also Hannah hat ja, sie sagt ja irgendwie nichts anderes. Sie sagt, dass das halt bei ihr auch eine Relevanz hat, dass sie da einfach einen Leidensdruck hat und dem nachgegangen ist. Aber sie sagt ja jetzt nicht, dass sie, wenn sie mit ihren Freunden redet, dass es irgendwie nur darum geht, dass sie irgendwie transgender ist, sondern sie hat safe auch ihre eigenen Hobbys und ihren Kram. Und ich verstehe nach wie vor nicht so ganz den Punkt, dass natürlich irgendwie 98%, 99%, was auch immer, sind Frau und Mann und fühlen sich da total wohl mit. Und dann gibt es halt einfach auch einen Prozentsatz, der sich da nicht zuordnen kann. Das hast du verstanden, da sagst du selber okay. Aber dass die existiert, darüber muss man doch reden. Aber warum ist das etwas Schlimmes? Die Welt ist doch bunt. Und dann zu sagen, hier übrigens, das gibt es und das gibt es. Und wenn gerade in den Medien das bisweilen halt noch nach wie vor sehr klar getrennt irgendwie dargestellt wird, hey übrigens, es gibt noch was anderes. Sie hat ja sogar gesagt, es geht überhaupt nicht darum, jetzt ein neues Unterrichtsfach dafür zu machen. Aber wenn wir, ich sage auch, ey, wir sollten viel mehr über Sexualkunde sprechen. Sonst wird auch so mit Bienchen und Blümchen nach wie vor gemacht. Aber und dann noch eine Woche. Aber man kann ja in dem Zuge sagen, okay, und ein Teil davon oder ein Teil von Biologieunterricht ist zu sagen. Aber war das überhaupt drin? War das reingeschnitten? Ich frage mich gerade auch, ob die das rausgeschnitten haben. Ah, nee, guck hier, das ist das Rohmaterial. Ja, das ist das Rohmaterial, ja.
Aber das wurde dann rausgeschnitten. Aber dann frage ich mich, du gibst also deine Meinung ab, aber du schneidest es nicht rein. Das ist dann, als hättest du nicht deine Meinung abgegeben. Weil ich kann auch sagen, ich mache jetzt Ansage an den und den, dann veröffentliche ich das Video und dieser Part ist draußen. Dann hast du ja keine Ansage gemacht. Dann hast du ja nicht bewiesen, was du kannst, weißt du? Ja. Also wenn das rausgeschnitten wurde, dann hat es ja nicht den Sinn bezweckt. Ja, dann eigentlich zu Recht, dass die Leute sagen, ey, wie kannst du nicht bei dem und dem Punkt eingreifen? Ja, weil wenn das getan hat, gut, aber wenn das dann auch nicht zeigt und deswegen dann kritisiert wird, dann was sind das? Vielleicht hat er 5 Minuten geredet oder 10 Minuten. Ja, ja. Wenn du jetzt die 10 Minuten drin lässt, ist das Video nicht 3 Stunden länger, sondern 10. Ja. Ist wichtig. So ein Punkt ist wichtig. Das ist auch drin wichtig. Lassen. Ja, finde ich auch. Das gibt es auch. Und daran ist doch nichts verkehrt. Oder zumindest die Erkenntnis, dass das okay ist, dass er nicht falsch ist. Weil es fühlt sich für diese Menschen, fühlt sich diese Welt irgendwie falsch an. Und wenn man vielleicht von irgendeinem Dorf kommt, wo vielleicht jetzt gerade noch nicht alles super aufgeklärt ist und du nicht irgendwie locker easy im Internet sowas dir selber suchen kannst, was als Kind, als Jugendlicher einfach viel schwerer ist, warum soll es dann nicht irgendwie ein Angebot dafür geben, dass gesagt wird, okay, hier, du hast jetzt mal ganz kurz innerhalb von einem Tag vielleicht verstanden, hey, alles, was ich mir an Sorgen gemacht habe die letzten Jahre, das war vollkommen unnötig. Und ich weiß jetzt, dass meine Zukunft, dass ich eine Zukunft habe, dass dieses Gefühl in mir auch ganz viele andere Menschen haben. Das ist der Grund, du hast selber, als du hier ankamst, du hast mich begrüßt mit Hallo, du hast gesagt, du kennst diese ganzen Videos auf diesem Kanal, du bist da voll drin. Gerade darum geht es mir doch bei diesen Videos, dass sich jemand da draußen das anschauen kann und dann sagen kann, ey, krass. Der Rechte, das Video habe ich nicht ganz geguckt, Leute, aber der Rechte wirkt gerade so, als ob es hier reingeht und da wieder raus. Ja, sowieso. Der macht diesen Blick so, ja, laber du. Weißt du, finde ich auch. Aber der Rechte war irgendwie sowieso ganz, ganz komisch. Ich meine, ich finde Leute, die, keine Ahnung, LGBTQ oder so, so richtig schlecht reden und sagen, ach, diesen Mensch kann ich gar nicht verstehen, dann denke ich mir so, das ist wie bei Rassismus. Es gibt Leute, die sind so. Und es gibt halt auch die Leute, auch wenn ich jetzt zum Beispiel sage, boah, ich hasse Leute aus der LGBTQ-Gruppe, ganz, ganz schlimm. Du hast genug der Kraft dazu, deine Energie da rein zu investieren, jemanden nicht zu mögen, weißt du, was ich meine? Das ist doch viel zu viel Aufwand für jemanden, den du nicht magst. Ja. Ich würde dann einfach sagen, so, ich entferne mich von denen fertig. Aber Bro, dieser Hass, woher und warum? Ja, weißt du? Ich find's so scheiße, wenn Leute kein Verständnis haben. Wenn die alles direkt so platt drehen, so LGBTQ, nee, juckt mich gar nicht, nee, will ich auch nicht hören, ich will nichts Neues. Ja. Die sind nicht so offen für Neues, die wollen sich nicht weiterentwickeln, die wollen nicht mit der Zeit gehen. Ja. Die bleiben irgendwo hier stehen und die Welt ist da drüben und dann sagen die selbst und heulen so, ja, ich bin in der falschen Zeit geboren. Weißt du, was ich meine? Ja. Du musst mit der Zeit gehen und wir wandeln eben. So ist es eben. Ja, so. Nicht alleine damit auf der Welt. Warum soll ich in der Schule gelernt haben, dass ich trans werden kann? Es geht darum, dass es das gibt. Und du möchtest, dass darüber gar nicht geredet wird. Ich check das nicht. Du sagst doch selber, dass es das gibt. Du erkennst es an, dass die Welt bunt ist. Ne? Sind wir uns einig? Aber gut, okay. Ganz kurz, einer hat reingeschrieben, Rassismus und LGBTQ kann man nicht vergleichen. Ich habe nicht gesagt, dass man es unbedingt großartig vergleichen kann. Aber man kann es in dem Sinne ähnlich sehen, weil beides ist Diskriminierung. Ob du jemanden diskriminierst, weil er schwarz ist, oder ob du jemanden diskriminierst, weil er sich weiblich anzieht oder er sich als Frau identifiziert, Bro, im Endeffekt, du diskriminierst diese Leute und du akzeptierst die nicht. Ja. Also beides ist Diskriminierung, von daher kann man das schon irgendwie vergleichen. Ich glaube, es ist heute alles gesagt. Ich wusste, dass wir, wenn wir dieses Format machen, auch mal eine Folge haben werden, wo wir jetzt nicht irgendwie uns am Ende die Hände schütteln und auch nicht alle irgendwie glücklich hier rausgehen. Danke, dass ihr trotzdem hergekommen seid und vielleicht bis zum nächsten Mal. Mein Gott, ey, Wahnsinn, Alter. Guck mal, ich versuche einfach zu vermitteln und wenn du zumindest den Punkt gegeben hättest, du musst doch als allererstes mal begreifen, was überhaupt Phase ist. Und das finde ich so schade. Und ich habe es halt in dem Punkt wirklich verloren, wo du sagst, ja, darüber zu reden ist voll das Risiko. Das ist kein Risiko. Aber dann einfach zu sagen, ja, die Aufklärung sorgt dafür, dass ich haufenweise Jugendliche umbringen werde, das ist halt ein verheerendes Statement. Das wäre halt tatsächlich eine mögliche Folge. Ja, wenn du sagst, du machst Sexualkunde, dann ist auch eine mögliche Folge, dass plötzlich alle noch Poposex haben und keine Kinder mehr kriegen. Das ist auch eine mögliche Folge. Das ist ja also völlig an den Haaren herbeigezogen. Es ist doch da. Also du gibst doch selber zu, dass es da ist. Und nenn es eine sexuelle Störung, wenn du Bock hast, dass jeder checkt, dass das eine Störung ist, dann nenn das Störung, aber dann muss doch zumindest darüber geredet werden dürfen. Weil du klärst doch auch über alle anderen Störungen auf. Im Gegenteil, man muss doch darüber reden. Wir müssen doch anfangen, darüber zu reden. Ich weiß nicht, wie diesen. Also ich Mann, Alter, wirklich, ich find's so schade. Das alles war im fertigen Video nicht zu sehen. Denn ich wollte, dass Menschen aus allen verschiedenen Lagern sich am Ende von den stärkeren Argumenten überzeugen lassen. Ohne, dass da jetzt so ein Leroy in der Mitte sitzt, der dann noch seine eigenen Argumente reinschmeißt. Leroy, und genau das hätte ich dringend lassen. Wer hat dir denn gesagt, schneid das nicht rein? Guck mal, die Leute, die sich für dein Content interessieren, die schalten ein, die gucken von vorne bis hinten. So, die gucken bis zum Ende.
Und dann, du brauchst gar nicht die Sorgen zu machen, ja, das ist hier, die guten Argumente drin lassen und vielleicht wird es zu lang und bla bla. Oder vielleicht will er sich nicht beim Streiten, weißt du, ja, dass es online kommt und so. Aber das ist doch sau wichtig, vor allem bei so einem Thema. Ja. Wenn du dich, wenn du neutral bleibst, dann ähnelst du eher dem Journalismus, weißt du, diese neutrale Welle. Ja. Aber wenn du auch mal deinen Senf abgibst oder deine Meinung oder Leute, die eingeschüchtert werden von der anderen Hälfte, dass du da ein bisschen unter die Arme greifst und sagst, ey, ganz ruhig, lass die auch mal reden, ey, lass mal so, dass es alles fair bleibt auf einer Augenhöhe. Also an der Stelle hätte ich lieber eine Meinung gehabt und sie auch geäußert und dann hätte ich mir die Kommentare durchgelesen, wer ist meiner Meinung, wer ist nicht meiner Meinung. Ja, anstatt mir dann geben zu müssen, ja, du bist neutral geblieben, voll scheiße, bla bla bla. Finde ich auch wichtig. Am Ende dann wieder heißt, dass ja, das Ganze irgendwie unfair war, dass es parteiisch von meiner Seite aus war und ich das Ganze irgendwie verfälscht hätte. Das war ein Fehler, denn dass sich bei so einem Video viele genau diese klare Kante von mir gewünscht hätten, kann ich sogar richtig gut verstehen. Und das würde ich besonders wegen dem folgenden Punkt beim nächsten Mal anders machen. Was ich nämlich selber erstmal lernen musste, ist, dass es eigentlich immer Kacke ist, Politikern eine Plattform zu geben, weil sie natürlich irgendwo immer auch Werbung für sich selber machen wollen. Und unvoreingenommen sein wird dann eben schwierig. Ich weiß nämlich noch selber ganz genau, ich hatte damals auch Anfragen für Politik-Fernsehsendungen rum um dieses Wahlkampfthema und ich habe sie genau aus diesem Grund abgelehnt. Die Falschaussagen, die der Politiker in diesem Video getätigt hat, wurden zwar im Moment der Falschaussage durch eine Texttafel widerlegt. Das heißt, wenn der Politiker gesagt hat, die Erde ist eine Scheibe, dann wurde genau in dieser Sekunde eingeblendet, dass das halt eine Lüge ist. Und das konnte jeder Zuschauer sehen. Aber das war ein Fehler, denn knapp 50.000 Menschen ungefähr haben das Video nicht gesehen, sondern nur gehört. Das heißt, ja, Die haben auch diese Texttafeln nicht gesehen und davon überhaupt nichts mitbekommen. Und dann gibt es noch Menschen, die sehen so ein Video, aber lesen so eine Texttafel nicht. Auch wenn die da groß eingeblendet ist, die kriegen das halt dann auch nicht mit. Und genau aus sowas, finde ich, lernt man. Seitdem zum Beispiel wurde er ja auch so kritisiert, weil er hat Falschaussagen getroffen. Dieser Politiker hat gesagt, ja, wenn eine Transfrau oder ein Transmann sich umwandeln lässt und umoperieren lässt, also das auch wirklich zu der OP kommt, zum Beispiel jetzt von Frau zu Mann, dann sagt der, ja, da gibt es eine Selbstmordrate danach, weil die es bereuen, verstehst du? Und dann hat er irgend so eine so Zahlen erwähnt und dann meinten halt, dann kam halt dieser Text von wegen, ja, das stimmt nicht, so und so viele sind es nicht, weißt Scheiße, du? Scheiße, Mann, aber das kann man sich eigentlich denken, weil nicht jeder guckt so ein Video. Ja, vor allem so lange Videos, die so 40, 50 Minuten oder eine Stunde gehen und so, da legt man das einfach zur Seite, beschäftigt sich und hört sich das an, so wie im Radio, so wie so ein Podcast. Mache ich auch immer, um ehrlich zu sein. Schau mir das eigentlich nie wirklich an, sondern ich höre es mir nur an. Ja. Ich muss sagen, da wurde ja Leroy kritisiert, weil die gesagt haben, ey, du hättest da einspringen sollen. Und ich finde, vielleicht diese Werbetafeln hätte man austauschen sollen mit so Einblendungen. Zum Beispiel, das wollte ich gerade sagen. Wie er sagt, kurzer Einstieg, nicht Einstieg, sondern kurze Unterbrechung. Kurze Unterbrechung, ich hüpfe kurz hier rein und bin gleich wieder weg. So von wegen, so und so ist es eigentlich. Und das waren Falschaussagen, weißt du? Eben, das ist viel besser. Kurz sagen, guck mal, das, was er gesagt hat, ist falsch. Ich kann das mit der Studie belegen, bla bla bla. Mhm. So. Ja, hätte ich mir auch lieber gewünscht, um ehrlich zu sein. Er hat doch ein ganzes Team. Beispiel gab es auf diesem Kanal hier mit mir zusammen nie wieder ein Video mit einem Politiker. Der größte Kritiker dieses Videos war Rezo. Wir kannten uns bis dahin nur von einer Party, wo er mir bei ein paar Kaltgetränken seinen Respekt für meine Videos ausgesprochen hatte. Vor einem halben Jahr haben wir beide, lieber Rezo, uns dann wieder gesehen und haben unter vier Augen gesprochen. Ich habe mich nämlich bei dir bedankt für dein Feedback, weil ich das wirklich zu schätzen wusste und habe dir noch so ein paar Hintergrundinfos gegeben. Und du hast dann gesagt, dass du mit diesem Hintergrundwissen viele von den Sachen, die du gesagt hast, so nicht gesagt hättest und hast dich anschließend dafür entschuldigt. Wir haben dann Nummern ausgetauscht, um uns gegenseitig darauf hinzuweisen, wenn aus der Sicht des anderen irgendetwas schiefläuft. Und vor einigen Wochen hast du dann öffentlich Folgendes gesagt. Hat der nicht für Sachen Werbung gemacht, was so weirde Krypto, so risky Krypto-Geschichten, so Gambling? Du glaubst also, dass ich Krypto-Gambling oder Glücksspiel beworben habe? Also ich dachte gerade, als ihr es im Chat geschrieben hattet, dachte ich noch so, kann das wirklich sein, Casino? Aber offensichtlich ja, Casino. Um so eine Anschuldigung vor 1,7 Millionen Menschen, also ungefähr jedem 50. Deutschen zu verbreiten, muss man sich schon ziemlich sicher sein. Oder vielleicht einfach nur ein bisschen überheblich. Merkt euch das, weil das wird vielleicht gleich wichtig. Die ganze Glücksspielgeschichte beginnt da, wo meine Kumpels Eli, Sidney und Willi ihrer eigenen Community... Ja, jetzt geht's los, Leute. Eli, Leute, Willi. Jetzt geht's los mit dem Beef, Digga. Jetzt will ich auch... Ja, jetzt kippt voll die Stimmung, Bro. Und jetzt kommt's wirklich zu Beef. Davor war es wieder dieses typische Leroy so neutrale, weißt du, was ich meine? Ja, aber jetzt sagt er so, ja, ich war, seine Stimme hat sich auch vollkommen verändert. Voll andere Tonlage.
ein Auto geschenkt haben. Ich habe das Ganze extrem gefeiert, weil das einfach schnell 40.000 bis 80.000 Euro sind, die da verschenkt werden in Form eines Autos an einen treuen Unterstützer. Und die Jungs müssten das nicht machen. Dann kam am Anfang Juli diesen Jahres kam Dia auf mich zu. Das ist aktuell der größte deutsche Fußball-YouTuber. Und er meinte, er macht selber ein Gewinnspiel, er stellt selber die Preise und möchte aber meine Community und mich dazu einladen, mitzumachen. Und ich sag's euch, wie es ist, die Vorstellung, dass einer von euch da draußen ein Auto gewinnt, ist einfach cool. Falls du Lust drauf hast, die wollen mit mir ein cooles Gewinnspiel machen und würden mir einen Sportwagen zur Verfügung stellen dafür. Also so ähnlich wie Eli und Sydney und Willi das mal zusammen gemacht haben, da habe ich jetzt gesagt, yo, klingt echt gut und dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, das mal mit dir zu machen. Die Leute mussten dann bei diesem Gewinnspiel uns auf Instagram folgen, wo ich denke, das ist fein, weil man kann dann nachher auch wieder entfolgen und hat die Chance auf ein Auto. Das Ganze ist kostenlos. Anstatt einigen anderen Influencern, die dann noch im Gespräch waren, hat er am Ende seinen Bruder Dilly für die Verlosung mit ins Boot geholt, was für mich an sich cool war. Sein Bruder hat zu diesem Zeitpunkt gerade angefangen, sein Interesse für Krypto-Investments auf Instagram zu teilen. Das heißt, erst mit Beginn des Gewinnspiels kam bei ihm regelmäßig Content online. Und als ich gefragt wurde, ob er mitmachen kann, hatte er, glaube ich, 2 Beiträge und irgendwie so 500 Abonnenten. Und ich weiß, dass Krypto an sich so ein verpöntes Thema ist. Aber es gibt halt eine Community, die finden das unglaublich spannend und traden da gemeinsam hin und her jeden Tag rauf und runter. Und die sollen das ja machen. Man muss ja nicht mitmachen. So, also alle Infos bis zu diesem Punkt überspringen Meinungsblogger wie Rezo ganz gerne. Ich habe das Video ja auch gesehen und ich muss sagen, ich musste schon fast schmunzeln, weil jeder, der das besagte Video gesehen hat, weiß, dass ich in dem Video klipp und klar gesagt habe, Leute, Casinos sind dumm, Casinos sind nur Geldverbrennerei, macht es nicht. Bei dem Video ging es um ein Kryptoprojekt, bei dem man investieren kann, man ist im Prinzip Teilhaber von einem Casino. Und genauso habe ich das gesagt. Ich habe in dem Video gesagt, Leute, lasst es sein, spielt kein Casino. Und das habe ich, wie gesagt, in diesem Video gesagt, das kann man heute noch finden. Also halten wir fest, das Ganze ist eine Lüge. Aber stellen wir uns einfach mal vor, Dilly hätte das wirklich gemacht. Wie kann jemand wie Rezo dann öffentlich über mich behaupten, dass ich Glücksspiel- und Casino-Werbung mache? Hat er nicht für Sachen Werbung gemacht, was so weirde, so Gambling? Also ich dachte gerade, als ihr es im Chat geschrieben habt, dachte ich noch so, kann das wirklich sein, Casino? Aber offensichtlich ja, Casino. Das ist so ein großer Vorwurf. Ich weiß nicht, wie man das einfach so in die Welt setzen kann vor einem Millionenpublikum und diese ganze Kette, die ich gerade versucht habe zu erklären, einfach überspringen kann. Das ist unfassbar unfair. Also halten wir nochmal fest. Ein bekannter YouTuber lädt mich zu einer Verlosung von einem Auto ein, holt dann noch seinen Bruder dazu, der bis dahin noch keine Social-Media-Präsenz und auch kein Content hat. Dann beginnt der nach dem Start der Verlosung mit Krypto-Content. Und dann schnappt Rezo die Info auf, dass der Bruder von dem bekannten YouTuber Glücksspiel bewirbt. Und am Ende erzählt Rezo vor Millionen Menschen, so locker nebenbei, dass ich Casino- und Glücksspielwerbung mache. Und der Vorwurf, den er einfach so in den Raum stellt, enttäuscht mich krass, weil ich mit so vielen Betroffenen von Spielsucht schon gesprochen habe und für kein Geld dieser Welt so eine Kacke bewerben würde. Du schaffst es, die ganze CDU zu zerstören, aber 5 Minuten Recherche zu mir, dessen Arbeit du ja wirklich sehr schätzt, die war nicht drin. Oder ein Anruf oder irgendwie eine WhatsApp, ey Digi, was los, bin da vielleicht ein bisschen verwirrt gerade, XD, lol, irgendwas, aber sind wir mal ehrlich, Rezo, ich glaube wirklich nicht, dass du meine Videos ernsthaft besser machen wolltest oder irgendwie den Wunsch in dir hast, dass irgendwas sich an meinen Videos verändert, weil damit verdienst du am Ende des Tages kein Geld. Du möchtest am liebsten einfach nur kritisieren und dich dadurch halt auch wieder profilieren. Ich finde es einfach... Okay, jetzt kann man... Jetzt kann man die ansagen, okay. Hä, hat Rezo drauf reagiert? Ich weiß nicht, hat Rezo drauf reagiert? Das würde mich mal auch interessieren. Hat er darauf reagiert? Da hat er seine Meinung dazu abgegeben. Das wird, ich meine, Leo liegt nicht ganz falsch. Ja, er liegt auch nicht ganz falsch. Rezo, der war sich nicht mal sicher. Der macht so, hat der das? Er hat sich selbst gerade noch gefragt. Ja, und vor allem, nichts gegen Chat, aber vor allem auch Chat als Quelle zu nehmen, ist ja auch nicht so seriös. Ja, weißt Bro, du? Ich weiß ja nicht, wen er in seinem Chat hat. Also mein Chat kann ich vertrauen, ne? Wenn ich sage, ist es so und ihr sagt, ja, dann traut euch. Ne? Aber in seinem Chat weiß ich jetzt nicht, ob man dem trauen kann. Also ich würde da, wäre ich jetzt Rezo oder so, hätte ich schnell so nachgegoogelt oder dem kurz was geschrieben oder irgendwie sowas, weißt du? Ja, ich hätte es einfach gar nicht gesagt. Ja, sowieso, aber du weißt, was ich meine. Wenn er sich das wirklich fragt, weil Rezo ist auch so ein Typ, wenn er sich irgendwas fragt oder irgendwas wissen will, der recherchiert danach und so. Und weißt du, was ich meine? Ja, das machst du ja auch nicht, um ehrlich zu sein. Aber er ist so ein Typ, deswegen, jetzt hätte ich mir eher vorstellen können. Einfach sehr schade, dass du mir mitten ins Gesicht gelogen hast. Und ich glaube, du weißt, ich schätze dich dennoch dafür, dass du das Ansehen von uns Influencern in der Öffentlichkeit einfach ein bisschen besser gemacht hast. Wenn alle meine Videos journalistisch kompletter Quatsch sind, wenn ich ein absolut schlechter, ach, der schlechteste Moderator überhaupt wäre und ohne, dass ihr mich überhaupt kennt,
auch ein wirklich, wirklich schlechter Mensch. Also was wäre dann? Ich glaube, das wäre genau das, was ihr braucht, was ihr euch wünscht, weil genau darüber könnt ihr dann Videos machen. Genau das ist ja euer Content. Ihr macht ja nie etwas Positives. Guckt euch diesen Kanal hier an. Es sind so viele gute Geschichten, wo jemand aus einer schlimmen Situation was Gutes gemacht hat. Darüber habt ihr noch nie gesprochen. Lass uns weitermachen mit einem anderen meiner Fehler. Das war mein Gespräch. Ja, so ist das eben. Zum Beispiel bei Rezo oder so, oder generell bei Reactioner. Wenn du Content machst und andere lobst und so, macht es natürlich nicht so Klicks, wie wenn du jemanden kritisiert hast, verstehst du? Deswegen suchen die Leute meistens nach Kritik, ja, nach Fehlern. Drama. Das ist auch der Content von Saschka, weißt du? Ja, natürlich. Saschka wird auch nicht diese Klicks machen, wenn sie dir sagt, boah Leute, heute loben wir jetzt mal Leroy. Leroy hat mich verdient. Ja, seine ganzen Videos sind so mehrwertreich, bla bla bla. Sondern sie findet Fehler, kritisiert, sie macht daraus Content und das macht Klicks, weil Leute sich Kritik auch gerne anschauen. Ja, genau. Und Drama und was weiß ich. Ja. Aber das ist auch der Content von vielen, weißt du? Ja. Das gehört dazu. Mit einem Zeitzeugen der NS-Zeit. Ich habe damals verstanden, dass wir eine große Chance haben, die Geschichte festzuhalten und diese Chance in wenigen Jahren aber verpufft, wenn eine Generation von Zeitzeugen einfach nicht mehr lebt. Daraufhin habe ich angefangen, alte Menschen und ihre besonderen Geschichten einzuladen. Und das haben super viele Menschen gesehen und auch mega abgefeiert, weil jedem, der so ein Video gesehen hat, sofort klar wurde, wie wichtig es ist, das festzuhalten, jetzt wo es noch geht. Diese Videos wurden ebenfalls an Schulen und Universitäten gezeigt. Und ich glaube, viele wissen nicht, wie viel dahinter steckt. Man findet nicht mal ebenso jemanden, der den Zweiten Weltkrieg miterlebt hat und noch fit genug. Ja, das ist auch crazy zu wissen, wir sind die letzte Generation, die das so hautnah noch mitbekommen kann, also die Erzählungen, weißt du? Ja. Weil die Generation, denen das passiert ist, die werden aussterben, verstehst du? Die werden sterben. Die wird man nie wieder zurückbekommen oder deren Geschichten. Und wenn man die jetzt auffängt, so wie Leroy in einem Video, Bro, das ist Gold wert, weißt du? Ich schwöre. Das ist wirklich Gold wert. Vor allem die zu finden. Genug ist. Ja, also das ist auch krank. Wo findest du die? Du kannst ja nicht sagen, ey, in der Instagram-Story, ich brauche jetzt mal jemanden, der so circa 100 Jahre alt ist und damals dabei war, weißt du? Ja. Wie findest du diese Leute? Aber wahrscheinlich haben die Enkelkinder oder so, weißt du? Ah ja, okay. Und die sagen, ey, mein Opa war da in der Zeit, weißt du? So. Aber es ist trotzdem schwierig, weil die checken nicht YouTube. Die denken sich so, was will der gerade? Ja, aber wahrscheinlich. Aber Leroy macht es ja eh wie so ein Interviewer, weißt du? Er sagt, erzählen sie oder erzählen die einfach von der Zeit? Und das Ding ist, ich glaube, solche Leute, die sowas erlebt haben, die wollen auch gern drüber reden. Die reden auch zum einen bestimmt gern drüber, aber auch zweitens, die sind das auch gewohnt, weißt du? Es ist ja selten, sowas noch zu sehen, weil die meisten sind, keine Ahnung, jetzt bestimmt schon verstorben, weil die sind ja auch älter, weißt du? Ja. Und wenn jemand noch überlebt hat, beziehungsweise heute noch lebt, das festhalten zu können, ist einfach krass, finde ich. Körperlich und auch geistig irgendwie darüber zu sprechen und das Ganze dann am Ende auch noch öffentlich zu tun, wo man selber mit 100 Jahren wahrscheinlich gar kein Handy mehr besitzt. Also die Freude war riesig, als ich die Chance bekommen habe, einen Zeitzeugen des fucking Stauffenberg-Attentats zu interviewen. Ein 100 Jahre alter Mann, der Adolf Hitler und die Nazis damals bewacht hat. Wo lag nun mein persönlicher Fehler bei dem Video? Es gibt Menschen, die erwarten tatsächlich, dass ich einen 100 Jahre alten Mann, der mich zu sich nach Hause einlädt, in die Mangel nehme und ihn für seine Taten verantwortlich mache, am liebsten sogar direkt einsperre. Bei aller Liebe, aber das ist Bullshit. Denn dann würde so ein Gespräch überhaupt nicht zustande kommen. Und was hätte aber passieren müssen? Ich hätte im Nachhinein nochmal selbst aufs Video draufschauen müssen und an gewissen Stellen vielleicht nochmal nachträglich einhaken müssen oder das Gesagte so. Ja, das denke ich mir auch immer so, wenn jemanden interviewt, okay? Der Interviewer kann nicht in dem Gespräch richtig scheiße gegenüber dem anderen sein, weil seid mal realistisch. Der andere redet doch dann nicht einfach weiter, bis das Interview fertig ist, sondern er denkt sich so, ey, wenn du mir nicht zuhörst und so, gell, oder mich die ganze Zeit fertig machst, dann habe ich keinen Bock mehr, dann geht er, dann findet das Interview gar nicht statt. Ja. Und vor allem so ein alter Mann, der sich hoffentlich dessen bewusst ist, was er getan hat und im Nachhinein es bereut und weiß, dass es falsch war, verstehst du? Der kann mit 100 Jahren die Sache auch nicht ändern. Ja. Die deutsche Geschichte ist so, wie sie ist, weißt du, was ich meine? Und er kann aber darüber erzählen und unser Wissen erweitern. Safe. Und als ob Leroy da mit seinen, sagen wir mal, 25 Jahren zum 100-Jährigen sagt, ey, du hast alles verkackt, ne? Und wieso als ob er das nicht selbst weiß. Ja, und als ob der Opa sich das gefallen lässt, dann noch weitererzählt. Ich wäre auch gegangen, wäre ich der Opa. So, wir können es nicht ändern, auch wenn du ihn kritisierst, die Sache ist passiert. Ja, genau, finde ich auch. Das hast du gut gesagt. So ein bisschen einordnen sollen. Und das nicht gemacht zu haben, das war mein Fehler. Also wenn Unwahrheiten über die Geschichte in so einem Video erzählt werden, dann kann ich bei so einem 100-jährigen Mann nicht reingrätschen und sagen, hey, du lügst. Aber ich hätte im Nachhinein halt im Schnitt drauf gucken müssen und dann irgendwie noch was einfügen können. Außerdem
stand im Titel, dass er der Leibwächter von Hitler war und nicht die Wache, was eigentlich richtig gewesen wäre. Und das nicht richtig zu schreiben, war natürlich auch falsch. Also er war nicht der Leibwächter an Hitlers Seite, sondern er hat Hitler bewacht. Auf zu meinem nächsten Fehler. Ich habe nämlich vor 2 Jahren noch zu meiner Zeit bei Funk 2 zu viele Menschen interviewt. Ich kann nicht sagen, ich habe viel Krasses und natürlich auch manch unangenehmen Mensch in den letzten Jahren irgendwo gesehen und kennengelernt, aber das war wirklich der ekligste Dreh. Und warum habe ich mich damals überhaupt dafür entschieden, dass ich so ein Video drehe und es anschließend auch noch veröffentliche? Weil es diesen Missbrauch an Tieren gibt. Das passiert tagtäglich hier in Deutschland und wenn man darüber nicht berichtet, dann passiert es einfach weiter und weiter. Für alle, die nicht wissen, um was jetzt geht, Leroy hat einen Typen interviewt, der Geschlechtsverkehr mit Hunden hat. Okay, das nennt man Zoophilie oder so. Jedenfalls, da hat er für richtig viel Kritik bekommen, weil Leute sagen, warum bietest du denen eine Plattform? Warum kriegst du nicht rein und sagst ihnen, wie schlimm das ist, was die tun und sowas? Und da ist, glaube ich, genau dasselbe Prinzip. Leroy will einfach aufklären und zeigen, das gibt es und so ist das, weißt du? Und wenn er sagt, ey, du bist so ekelhaft, du bist so das, oh mein Gott, warum machst du sowas? Denkt ihr wirklich, diese Leute reden dann weiter mit dem ein Interview oder Leute in Zukunft kommen und interviewen sich gern von Leroy, weißt du? Ja, oh, das ist natürlich auch schwierig, weil guck mal, die Zoophilie, das ist ekelhaft. Das ist eklig. Verstehst du? Und natürlich haben die Leute recht, wenn die sagen, ey, du bietest dir eine Plattform, vielleicht gibt es irgendwelche Leute, die sich das anschauen und auch schon immer solche Gedanken hatten und sich davon inspirieren lassen und dann das auch machen, hinter verschlossenen Türen und sowas. Aber auf der anderen Seite verstehe ich auch Leroy ein bisschen, dass er sich so denkt, ey, ich will Leute darüber aufklären. Es gibt sowas, weil ich wusste nicht, dass es diese Zoophilie-Krankheit gibt. Ich wusste es zum Beispiel nicht. Ich wusste nicht, dass es Menschen gibt, die das mit Tieren machen und dass es Zoophilie heißt. Ich wusste es nicht. Ja. Und ich würde gern was darüber erfahren, aber ich will auch nicht den Leuten die Plattform geben. Weißt du? Schwierig. Aber ich würde auch niemals allein auf das Thema kommen. Ja, ja. Fragt euch doch mal selber, wer von euch kannte dieses Wort oder dieses Thema überhaupt vor diesem Video? Also ich selber, ich konnte mir bis zu diesem Tag, wo ich das gesehen habe, nicht mal ausmalen, dass es Menschen gibt, die so etwas machen. Und das ganze Video wurde damals von mehreren Journalisten abgenommen, bevor es überhaupt veröffentlicht wurde. Und alle waren derselben Meinung, es muss darüber berichtet werden, damit sich überhaupt irgendetwas ändern kann. Wenn keiner davon Bescheid weiß, dann ändert sich auch nichts. Und es läuft einfach genau so weiter. Im Nachhinein hätte das Video aber noch mehr deutliche Worte von mir gebraucht. Und dass die nicht da drin waren, das war auf jeden Fall ein Fehler. Ich dachte damals, okay, ausnahmslos jeder Mensch da draußen, der jetzt irgendwie zuschaut und checkt, dass es hier um Tiervergewaltigung geht. Ich dachte, jeder da draußen checkt sofort, dass Menschen, die Sex mit Hunden und Homosexualität versuchen gleichzusetzen, richtig krank im Kopf sind. Als dann das Format Das Treffen dazu kam, schien das die perfekte Gelegenheit zu sein, um das Thema nochmal gemeinsam mit einem Experten aufzugreifen. Einer, der für alle Zuschauer da draußen wirklich deutlich macht, dass Zoophilie falsch und krank ist. Damit auch der letzte Zuschauer draußen, der wirklich überhaupt nichts gecheckt hat, versteht, dass es das gibt und dass es verdammt schlimm ist und wir anfangen müssen hinzugucken, wenn der Nachbar von nebenan irgendwie plötzlich merkwürdige Dinge mit seinem Hund macht. Das muss man verstehen und das kann man nur, wenn man dieses Thema einmal gesehen hat. Es gibt unter meinen YouTube-Kollegen auch ehrliche und korrekte Menschen. Um ein paar Beispiele zu nennen. Chill doch, hä? Du musst doch nicht direkt uns jetzt einblenden. Ehrlich kannst du natürlich erwähnen. Korrekt muss jetzt nicht die Schleimerei. Ja. Also, aber auf den, also, es ist schon lieb, dass er es schon lieb. Schon lieb auch. Tim Gabel oder ein Aaron Troschke zum Beispiel, die haben mir ihr offenes Ohr angeboten und mir geschrieben. Oder Markus Rühl, wir haben öfters länger gequatscht und er meinte, Leroy, du bringst Leute zusammen wie kein anderer. Nachdem ich dich kennenlernen durfte, war ich total überrascht, wie entspannt, wie cool und wie fair das hier alles abläuft. Also es ist nicht nur gefaked hier irgendwas, das ist tatsächlich sehr, sehr fair und sehr, sehr menschlich und vielen Dank dafür. Man kann nicht mit vielen Menschen gut reden. Das bist du und das kann ich jetzt nur mal sagen, du bist ein sehr angenehmer Diskussionspartner. Dann gab es aber auch noch Sophia Thiel, die möchte ich nicht vergessen, denn die wäre sofort aus Berlin gekommen, nur um mich aufzubauen und mich zu unterstützen. Oder Joyce Ilk und Chris, die stehen auch immer an meiner Seite. Also ich muss wirklich sagen, ich kann mich zutiefst glücklich schätzen, auch solche tollen Menschen in der ganzen Zeit kennengelernt zu haben. Und ich habe auch von vielen anderen größeren YouTuber Nachrichten bekommen, die mir geschrieben haben, hey, heute geht's um dich und da versuchen sie dich kaputt zu machen, morgen ist es wieder jemand anderes und genauso läuft das halt. Über die Zeit habe ich auch wirklich viele prominente Menschen kennengelernt. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Jürgen Klopp war, ein JP Performance, ein Lukas Podolski, Pietro Lombardi, wir hatten auch Steffen Halaschka zu Gast, der Rapper Samra war auch hier zu Besuch oder ich war sogar bei Basketball
Weltmeister Dennis Schröder. Er und seine Frau Ellen haben mich sogar ein paar Tage zu sich eingeladen nach Los Angeles. Und das war für dieses Jahr, für mich persönlich auch wirklich eins meiner Highlights. Und Dennis hat mir auch eine Weisheit mitgegeben. Wenn nur noch 50.000 Menschen solche Videos hier schauen und das von anderen als der Tiefpunkt bezeichnet wird, dann kann ich mich wirklich glücklich schätzen. Mit solchen Menschen, die ich gerade aufgezählt habe, möchte jeder Moderator gerne reden, sie gerne zu Gast haben und dass sie sich am Ende für mich entschieden haben. Und mein Format, das macht mich wirklich stolz. Vor allem, weil ich weiß, dass diese Menschen sich wirklich zweimal überlegen, wo die überhaupt mitmachen, wo die irgendwas nochmal über sich preisgeben, weil berühmt und wohlhabend sind die sowieso. Und vor allem brauchen die das gar nicht. Die könnten überall hingehen. Die müssen nicht zu mir kommen. Kommen wir jetzt nochmal zurück zum Thema Zoophilie. Da stand immer noch die Frage im Raum, warum ich das Thema jetzt nochmal gebracht habe. Wir mussten beim ersten Mal es nach einigen Tagen offline nehmen, wegen Jugendschutzbedenken, weil es für junge Menschen einfach zu krass war, was dort so detailliert geschildert wurde. Erwachsene. Ja, genau, weil viele haben auch kritisiert, dass er eine Folge gedreht hat. Die hat er dann nach paar Tagen oder so oder paar Stunden offline genommen, komplett. Und dann hat er nach einiger Zeit nochmal eine Folge dazu hochgeladen, verstehst du? Dann haben alle gesagt, ja, du hast Kritik bekommen, jetzt wolltest du es nochmal hochladen, aber du bietest ja damit nochmal eine Plattform, verstehst du? Ja, ja. Also irgendwie. Aber ich glaube, er hat es gar nicht runtergenommen wegen der Kritik, sondern wegen diesem Schutz, wegen Jugendschutz. Ja. Menschen müssen das jedoch aushalten können, denn nur wer weiß, was Leute ihren Tieren antun, kann auch mitreden und kann auch laut werden für die Tiere und sich stark machen. Deshalb redet jemand wie Marc-Robert Lehmann zum Beispiel auch nicht nur mit irgendwelchen Tierschutzwissenschaftlern, sondern er schleicht sich auch in Schlachthöfe und zeigt seinen Zuschauern genau das Unheil, was dort tagtäglich passiert. Wer das nicht wahrhaben möchte, der guckt meiner Meinung nach einfach weg. Das passiert ja jeden Tag in Deutschland quasi. Sagen wir jetzt hier sitzen, wird das irgendwo in Deutschland dutzendfach passieren, dass Menschen mit Tieren Sex haben. Großes Problem ist, so erlebe ich das als Tierschützer. Wir würden das Thema eigentlich gerne mehr in die Medien bringen, dass sämtliche Medien sagen, oh Gott, nein, damit wollen wir nichts zu tun haben. Das ist ein Schmuddelthema, das ist aber ein Behördenschmuddelthema. Wenn Sie sowas beim LKA anzeigen, bei der Polizei, bei den Staatsanwaltschaften, die sind mit Sexualsachen, sage ich mal, permanent befasst, ist es was anderes. Aber wir erleben es bei Medien, bei Behörden, das ist eigentlich ein Thema, das nur aufkommt, wenn irgendwo ein Pferd auf der Weide vergewaltigt wurde, es einen Polizeieinsatz gab. Also ich werde darüber nicht berichtet. Berichten wir darüber? Ich bin der Meinung, Missstände in Deutschland, im Tierschutz, egal in welchem Bereich, wir gehören in die Öffentlichkeit, wir müssen darüber sprechen. Was kann man ändern? Wie kann man es lösen? Was muss die Politik machen? Oder was müssen zum Beispiel Online-Plattformen machen, dass sowas nicht mehr möglich ist? Und genau das ist der Zwiespalt für uns beide. Nämlich, dass es auf der einen Seite problematisch ist, einem zu vielen die Plattform zu geben, weil er sich dann äußern kann. Aber das Thema auf der anderen Seite nirgendwo die Aufmerksamkeit bekommt, die es braucht, damit endlich was unternommen wird. Und als das erste Video weg war, dann war auch das Thema einfach wieder, wo es vorher war, nämlich unterm Tisch. Und im zweiten Video hatten wir dann den Tierschützer als Experten dabei. Der hat den Hundeficker komplett auseinandergenommen, der hat den platt geredet. Und wir haben im Schnitt auch noch ganz viel von dem Müll, den der Hundeficker erzählt hat, rausgeworfen. Und dann gibt es Menschen wie Montana Black. Er denkt zu dem Video Folgendes. Da gehe ich jetzt Leroy das erste Mal persönlich als Typ Mensch, also privat gehe ich ihn jetzt an. Leroy, ich habe mal eine Frage, okay? Bist du menschlich gesehen wirklich so schmutzig? Lieber Monte, ich finde solche Menschen und ihre ekligen Neigungen auch wirklich abartig. Für dich gibt es jetzt trotzdem nochmal einen knallharten Faktencheck. Tausende Hunde werden in Deutschland jeden Tag sexuell missbraucht. Und im originalen Video sage ich Folgendes. Freunde, so ein Video heute machen wir, um auf den Missbrauch von Tieren aufmerksam zu machen. Woran hast du denn festgemacht, dass das jetzt gerade einvernehmlich ist? Weil es fehlt ja genau dieser Punkt. Ich denk so, ja, wie machen das denn Menschen? Menschen sprechen die, darüber. Die machen vorher einen Vertrag. Menschen machen keine Verträge. Wir brauchen es ja nicht ins Lächerliche ziehen, aber Menschen sprechen darüber. Dieser Clip ist wahrscheinlich neu für dich. Das wäre aber nicht, wenn du nicht total faul eine Reaction geguckt hättest, sondern dir einfach mal die Mühe gemacht hättest, das Originalvideo zu sehen. Dann hättest du dir auch wirklich viele von diesen dummen Aussagen gespart und die Lügen aus der Reaction nicht auch noch weiter bekräftigt und weitergetragen. Wie kann ich denn mit meinem guten Gewissen ins Bett gehen und nicht diese Person anzeigen, die ein Tier verletzt. Aber in dem Fall ist Leroy. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Wurde der Typ danach angezeigt? Die wissen ja, was er tut unter seinen vier Wänden. Ja, okay. Wird er danach angezeigt oder wie gehen die davor? Oder hat er sein Gesicht gar nicht gezeigt? Nee, das wird immer zensiert. Guten Gewissen ins Bett gehen und nicht diese Person anzeigen, die ein Tier verletzt. Aber in dem Fall ist Leroy sogar Mittäter. Denn er weiß, er hat eine Person sitzen, die aktiv seinen Hund. Und anstatt dagegen etwas zu unternehmen, ist es ihm am Ende des Tages, ich will nicht sagen egal, aber er unternimmt dagegen nichts. Er weiß, dass es aber passiert. Also ist er in dem Moment auch einfach der Mittäter für mich. Woher weißt du Goofy das denn? Hast du mich mal gefragt? Anstatt mir irgendwelche kranken Mittäterschaften zu unterstellen, eine einzige Nachricht, dann hätte ich dir sofort gesagt, dass der Typ, dieser Hundeficker, schon mehrfach angezeigt wurde, ohne Erfolg. Es fehlen einfach die passenden Gesetze, damit die Polizei was machen kann. Aber danke für deinen sinnvollen Beitrag.
Und das muss man sich mal reinziehen. Du nennst mich vor einem Millionenpublikum einen Mittäter von so einer kranken Scheiße. Also, das geht nicht in meinen Kopf, ehrlich. Was bringt es dir, einen Haufen Leute reinzuholen? Jetzt muss Leroy aber recht geben. Guck mal, ich verstehe Monte, was er meint mit Mittäter. Aber das ist zu hart ausgedrückt. Ist doch kein Mittäter, weißt du? Ja, er hat ja nicht mitgemacht. Ja, ich verstehe, was er meint. Monte, ich verstehe die Art und Weise, auf was er hinaus will. Aber du kannst ihn nicht Mittäter nennen. Und dass Leroy gerade so auszieht, kann ich auch verstehen. Stell dir mal vor, du interviewst jemanden, der so eine kranke Scheiße abzieht. Und du wirst einfach deswegen als Mittäter betitelt, ja, weißt du? Ja, aber das Ding ist, ich glaube, das ist so bei so einem YouTuber einfacher zu sagen, weißt du? Weil Leroy ist voll der nette Junge und dann interviewte ihn, dann sagt man, ach, du bist ein Mittäter, bla bla bla. Aber wird Monte das auch zu jemandem sagen, der im Fernsehen arbeitet? So ein richtiger Moderator, der ausgebildet ist, ein Studierter. Der dann hier bei Stern TV, da kommt jemand, es gibt eine Dokumentation über Zoophilie, der Mann wird interviewt, der wird zu Hause, wird alles dokumentiert, wie sieht es bei ihm aus, wo ist der Hund, bla bla. Das wird so richtig zu einer Dokumentation. Mhm. Werden die dann auch, die Leute, die mitgefilmt haben, das Licht gehalten haben, das Mikrofon, der Interview, werden die auch alle Mittäter genannt? Das ist die Frage, Bro. Das ist die Frage. Zu sagen haben oder der Meinung sind, dass das, was sie sagen, richtig ist, wenn da nur jemand sitzt, der die ganze Zeit krass, ja, Amen, bla, sagt, aber kein Experte da ist. Weil letztendlich, wir leben in der Internetwelt, okay? Was ist am meisten Geduld, also was wird am meisten akzeptiert, gerade auch in der deutschen Community, wenn deine Aussagen widerlegt werden durch einen anerkannten Experten, Wissenschaftler etc.? Alle Videos, alle Faktenvideos, alle Aufklärungsvideos, die gut sind, sind immer unterlegt von Fakten, von wissenschaftlichen Studien, von Experten, immer. Da sitzt er doch, der Profi. Hör ihm mal zu, vielleicht lernst du dabei noch irgendwas. Aber stattdessen gibst du irgendeinen Brei von dir. Niemand kann ein Tier fragen, ob er eine Beziehung mit einem Mensch eingehen möchte. Das ist einfach ein Wunschdenken. Und ich würde so weit gehen, das zu vergleichen. Das gleiche haben wir bei Pädophilen, die sagen, wir mögen Kinder. Ich habe eine Liebesbeziehung mit einem Kind. Ein Kind kann keine Liebesbeziehung eingehen. Und ein Hund kann es auch nicht. Wir können weder ein Kind noch ein Hund kann man fragen, ob er eine Beziehung eingehen möchte. Sie verstehen zum Teil nicht, was mit ihnen passiert. Und Tierärzte bestätigen, dass diese Tiere Verhaltensstörungen haben und dass es wieder der Natur ist, dass Menschen mit Tieren Sex haben. Und ich würde sagen, ich habe in den letzten Jahren wirklich... Dass man das überhaupt erklären muss. Ich bin schockt, gell? Ich bin so schockt, dass er überhaupt erklären muss, dass das falsch ist und warum es falsch ist. Da sagt ja auch, Ärzte bestätigen, dass die dann hier irgendwie Störungen bekommen, Verhaltensstörungen bekommen. Das ist nicht, dass wir Menschen oder die Tiere nicht dafür gemacht sind, miteinander zu verkehren. Dass man das noch sagen muss, als ob das nicht selbstverständlich wäre. Und ich bin schockt manchmal, unsere Welt ist wirklich grässlich. Sehr viel Sinnvolles mit meiner Reichweite angestellt. Und ich sag auch, dass du sehr viele Menschen mit Sicherheit entertaint hast. Aber du hast gleichzeitig auch so viel Bullshit von dir gegeben und Dinger verzapft. Also du bist wirklich der allerletzte auf ganz YouTube, der wirklich über Fehler von anderen reden sollte. Jetzt hat er ein Statement angekündigt vor 4 Tagen oder so, wie so ein Rap-Song in seiner Story. Er hat gepostet, so in 2 Wochen poste ich ein Statement, wo ich mir dann denke, so, ey, machst du da gerade Promo-Phase draus? Oder? Also was willst du jetzt in 2 Wochen dir überlegen? Die Fehler, die du getätigt hast, sind doch ganz offensichtlich. Okay, vielleicht ist er gerade im Urlaub, whatever, das glaube ich jetzt aber nicht. Ja, genau so war es. Ich war 2 Wochen im Urlaub. Eine Nachricht von dir und ich hätte dir das sofort beantworten können. Was machen wir denn jetzt mit der... Wie er sagt, ja, ich war im Urlaub. Wie der so macht, ein Pinguin. Oh, ach du Scheiße. 2 Wochen im Urlaub. Eine Nachricht von dir und ich hätte dir das sofort beantworten können. Was machen wir denn jetzt mit der Unterstellung, das Ganze hier wäre eine Promophase gewesen und hätte deshalb 2 Wochen gedauert? Wirst du dich dafür entschuldigen? Ich glaube nicht, so wie ich das in der Vergangenheit von dir gesehen habe. Eher gehst du jetzt einfach darüber hinweg oder versuchst das irgendwie klein zu reden. Aber hier steht jetzt ein Vorwurf einfach so im Raum. Hä? Was für ein Cringe-Scheiß, Digga. Top 30 reichste Leute. Ja, cool Story. Warum hat man das in seiner Biografie stehen, Digga? Freunde, mir fällt es wirklich schwer, hier nicht irgendwie beleidigend zu werden. Und ich möchte das auch nicht. Aber versetzt euch mal vielleicht ganz kurz in meine Lage. Da ist jemand, der verbreitet vor Millionen von Menschen absolute Scheiße über dich. Und du kannst nichts dagegen machen, weil ich werde niemals alle diese Menschen erreichen können und sie über die Wahrheit aufklären. Und ganz kurz zu dem, was du gerade gesagt hast. Das Einzige, was wirklich cringe ist, ist, wie blöde du bist, dass du nicht mal diese 3 Sekunden auf Google gehst und guckst, was Forbes überhaupt macht. Die zeichnen nicht die reichsten Menschen aus. Denkst du, ich gehöre zu den 30... Ganz kurz, gell, ich habe gerade das Gefühl, dass so 2 sich streiten und ich bin gerade... Kennst du, wie so Pausen... Das Ding... Eigentlich ist es mir relativ egal, was die untereinander haben, weißt du? Aber es ist nur interessant zu schauen, wie der sagt, du und du bist so dazwischen. Was geht jetzt? Ja, aber das Ding ist halt... Leroy hat jetzt nicht ganz Unrecht. Ne? Also Monte hat natürlich auch viele Fehler in der Vergangenheit gemacht. Und er ist jetzt nicht der
Er hat keine reine Weste auf den. Ja, seine Weste ist jetzt nicht so weiß, dass er sagt, ey, guck mal, wie sauber meine Weste ist. Ich darf ihn kritisieren und so. Ja. Aber nur, weil er Fehler gemacht hat, heißt es jetzt auch nicht, dass er nicht kritisieren darf. Verstehst du? Das stimmt. Man kann ja auch Fehler machen, die bereuen oder dafür einstehen und dann auch selber wieder andere kritisieren. Verstehst du? Natürlich, natürlich. Ja. Die reichsten Menschen unter 30? Nein, die zeichnen einflussreiche Menschen aus. Und wenn etwas cringe wäre beim Reichtum, dann wäre es dein Reichtum, wie du nämlich reich geworden bist. Boah. Was passiert hier? Holy shit, das sind bis jetzt 24.900 Euro! Digga! Statt dass du in Streams irgendwie versuchst zu philosophieren, was ich vielleicht verdiene... Einfach jeden fressen, gell? Ich schwör. Oh mein Gott. Würdest du lieber mal schätzen, wie viele Menschen du, lieber Monte, als Casino-Junkie in die Spielsucht getrieben hast? Wie viele Familien durch deine Streams zerstört worden sind? Und wie viele Menschen sich durch die Sucht, den Verlust und die daraus resultierende Hilflosigkeit ihr Leben genommen haben? Und wer denkt, dass ich jetzt übertreibe? Internationale Studien zeigen, dass abhängig vom Erhebungssetting zwischen 19% und 62% der Teilnehmenden mit pathologischem Glücksspiel Suizidgedanken und 10% bis 26% einen Suizidversuch unternommen haben. Wer vor 100.000 teils minderjährigen Zuschauern Glücksspiel bewirbt und sich dann als moralische Instanz aufspielt, ist nicht nur spielsüchtig, sondern hat vielleicht auch noch ganz, ganz andere psychische Probleme. Monte, du hast Millionen gemacht mit Livestreams, die nur ein Ziel hatten, andere Menschen zum Zocken zu verleiten. Denn das Kranke ist, ich weiß, dass Casino-Streamer an dem Verlust ihrer Zuschauer beteiligt werden. Das heißt, ihr meldet euch über den Link von dem Streamer an und der Streamer bekommt, wenn ihr dann, weiß ich nicht, 2.000 Euro verzockt habt, einen Anteil von dem Geld. Also je mehr ihr verzockt, desto besser. Wie ekelhaft kann man sein, um so etwas jahrelang zu machen? Wenn ich sehe. Das wusste ich nicht, um ehrlich zu sein. Das wusste ich auch nicht. Also ich dachte mir immer so, Leute, die Werbung machen für Casinos und so, dass es halt voll scheiße ist. Ja, weil sowieso, das wusste ich. Die Leute kommen in deinen Stream rein, weil sie dich lieben. Die sehen, du hast voll Spaß am Zocken, du machst das den ganzen Tag, das ist richtig dein Leben und so. Mhm. Also bringst du sie dazu, inspirierst sie, beeinflusst sie und sie machen es dann auch. Ja. Und bei Casino und so, das ist wirklich, das ist, geht so schnell, Leute, man kann so schnell süchtig werden. Ja. Auch wenn du im Lotto mal hier bei Jackpot und sowas mitspielst, ne? Du denkst dir, ach komm, nur einmal, ich mache jetzt dieses Mal nur 5 Euro und dann im nächsten Monat auch nur 5 Euro, ich will nicht spielsüchtig werden, das geht so schnell. Das geht echt schnell, Leute. Haltet euch weg von Sachen, die euch süchtig machen können. Ob Drogen, ob toxische Beziehungen oder ob sowas wie Glücksspiele. Wirklich, einfach fernhalten. Ganz, ganz, ganz weit weg damit. Im Internet, dass ein Montana Black Werbung macht, ja, Leute animiert zu spielen, ist das für mich, ich sag das mal ganz grob, Dreck. Das ist gefährlich. Es gibt da im Internet, es gibt keine Überwachung, es gibt überhaupt keine Regel, ob jemand 18 ist. Derjenige kann überhaupt nicht bremsen. Leute verlieren Geld, das sie nicht haben. Also, ich war schockiert. Und wie geht es eigentlich den Betroffenen von Glücksspiel, also teilweise deinen eigenen Zuschauern? War er schockiert oder hat er sich gedacht, fuck, ich habe Konkurrenz? Weil er war ja ein Casino-Inhaber oder so. Ja, wollte ich gerade sagen. Und er denkt sich so, die heutige Gesellschaft lebt sehr viel im Internet. Viele bewegen sich nur mit dem Internet. Und dachte er sich nicht einfach, boah, dicke Konkurrenz. Ja, Montana natürlich. Black. Vielleicht denkt er sich so, scheiße, Mann. Montana Black, der hat so 5 Millionen auf Insta und so. Ja. Der holt die Leute ins Online-Casino. Ja. Aber er hat vielleicht ein Casino. Ja, hat aber er so auch. Echtes Casino-Besitzer. Genau. Ja, und dann denkt er sich so, ihr sollt doch zu mir in den Laden ja, kommen. Ja, deswegen. Also wenn er sagt, dass er Dreck sei, dann, bro, ja, wenn du Casino-Besitzer bist. Und da muss schon ein bisschen schmunzeln, ja, weil, Bro, eigentlich, du machst genau dasselbe, nur er macht es über das Internet. Natürlich sind da ein paar mehr Risiken, aber das ist im Endeffekt die gleiche Scheiße. Die durch dich in die Spielsucht gekommen sind. Die haben direkt gesagt, ich soll in die geschlossene Psychiatrie, weil ich ja auch von meinen Suizidgedanken gesagt habe, das hat jetzt für mich keinen Sinn mehr. Und von da aus bin ich in die geschlossene Psychiatrie gekommen. Ach nein. Das geht dir gerade sehr nah, ne? Mario hat mir mal gesagt, dass der Auftritt hier auf diesem Kanal ihm den finalen Kick gegeben hat, den er brauchte, um aus der Sucht herauszukommen. Und jetzt würde mich aber interessieren, wie ist dieser Weg daraus für dich möglich gewesen? Was hat dir am Ende geholfen? Zum Ersten würde ich sagen, das Video an sich oder unser Gespräch. Dass ich mich überhaupt geoutet habe und das erste Mal öffentlich so darüber gesprochen habe. Und ich wusste, wenn ich das jetzt mache, dann gibt es keinen Weg zurück. Und zum Glück ist das Online-Casino-Zocken für Streamer in Deutschland heute verboten. Guck mal, was ist das für ein Scheiß? Vom Blitz getroffen trifft Bimbo-Girl. Hä? Wo ist denn da der Kontext?
Was ist denn das für eine Scheiße, Digga? Was hat denn die Frau, die vom Blitz getroffen worden ist, der Person zu sagen, die ein Bimbo-Doll ist? Und die Scheiße wird 1,5 Millionen Mal geklickt. Da seht ihr einfach, wie verblödet unser Deutschland ist. Alter, der Einzige, der verblödet ist, das bist wirklich du, Bro. Du urteilst über ein Video, Digga, das du nicht einmal gesehen hast. Es geht in diesem Video um Schönheitsideale in Deutschland. Jeder hat sich, glaube ich, schon mal die Frage gestellt, ob er gut aussieht. Und der Austausch von Jessie und Lena ist einfach mega stark. Und das sag nicht ich, das sagen 1,5 Millionen Menschen, die du verblödet findest. Was denkst du denn so spannend, wenn du jetzt ein paar Sachen hier von Jessie gehört hast über ihre OPs? Ich glaube, so ein bisschen wie mit deinem Outfit. Ich würde es mir nicht antun wollen für mich, aber ich glaube, das ist, weil es halt nicht wie bei dir die Priorität hat bei mir. Ich kann es absolut verstehen, gerade wenn man eben viele OPs hinter sich hatte, gesundheitlich. Und wenn man eben so viele negative Erfahrungen macht, dann kann ich absolut verstehen. Ist es nicht die, die hat momentan, also die hat jetzt aktuell so Brust, so eine große Brust, die linke mit dem lila Oberteil? Hast du sie verfolgt, oder? Ja, aber die ist immer auf meinem TikTok. Weiß ich nicht warum. Ich sag dir ganz ehrlich, der Algorithmus zeigt dir das an, wofür du dich interessierst. Wirklich, ich glaube, die hat pro Seite 3 oder 6 Guck Liter. Guck mal, wie genau sie ist. Drei, weißt du warum? Ich war gestern, gestern war ihr live auf meiner Startseite und hat sie gesagt, nee, ich habe pro Seite 3. Oder es waren 6 Liter? Ich weiß gerade nicht mehr. Na, ich weiß nicht, ich glaube 3 oder 6 Liter. Macht sie so, nee, pro Seite habe ich 3 Liter oder halt 6. Ne? Und dann habe ich so gesehen, ich so, boah, die 6 Liter geht doch nicht, weil das wären hier. Doch, ich glaube sogar, es sind 6. Doch, ich glaube sogar, es sind 6. Klar, was? 3 oder 6, ich weiß nicht. 4 Flaschen, Bro, so, das geht doch nicht. Doch, sie hat so eine Brust. Das fällt. Und dann haben Leute gesagt, hast du nicht rückgeschwärzt? Die so, nee, eigentlich nicht, ich trainiere meinen Körper gut und so. Ich so, krank, Bruder. Ja, gesagt ehrlich. Wenn man eben viele OPs hinter sich hatte, gesundheitlich, und wenn man eben so viele negative Erfahrungen macht, dann kann ich absolut verstehen, dass es sinnlos klingt, was ich jetzt mache, dass ich meinen gesunden Körper diesen Stress eben antun. Hier ist ja wirklich auch Stress für den Körper, mit der Narkose und allem. Also ich kann den Gedanken auf jeden Fall nachvollziehen. Wie gut ist das bitte? Danke an euch Mädels und Monte. Ich glaube, du solltest vielleicht einfach mal zum Arzt gehen. Wie kann man so cholerisch werden und gleichzeitig noch so einen Müll reden? Das ist einfach wow. Und Monte das schon zum 10. Mal dazu aufgefordert, zum Arzt zu gehen. Gell? Das ist auch krass. Leo sagt erstmal, ich will hier nicht beleidigen, bla bla. Auch er, du bist blöd. Du bist scheiße. Geh zum Arzt. Ganze Scheiße zu nennen, damit beleidigst du mich, womit ich leben kann, aber du beleidigst auch meine Gäste, die sich Zeit nehmen und unfassbar private und teilweise verletzliche Dinge offenbaren und damit auch wirklich einen Mehrwert liefern. Die darfst du nicht beleidigen, ganz einfach. Die Thumbnails sind irgendwie schamlos. Jo, stell dich da mal so hin, dass man dann dein nicht vorhandenes Bein sieht. Jo, Tim, stell dich mal so hin, dass man dein nicht vorhandenes Bein sieht. In deinen Worten steckt die pure Abwertung von Menschen mit Behinderung. Wie soll ein Mann wie Tim, der nur ein Bein hat, denn sonst auf so einem Foto stehen? So, dass es für dich normal aussieht? Das macht echt keinen Sinn. Er sagt, dass, so mit Absicht, dass er gesagt hat, stell dich mal hin, dass man dein Bein nicht sieht. Wie soll er sich sonst hinstellen? Er hat nur eins. Ey, ganz kurz. Ganz kurz. Aber ich glaube, Monte meint damit, die hätten ihn auch irgendwo sitzen lassen können, verstehst du, ja, und schreiben können, Tim verlor sein Bein. Aber die haben mit Absicht das so richtig so, natürlich, Bro, das ist das Thumbnail. Ja, aber das macht doch auch Sinn. Wenn jemand sein Auge verliert, soll ich dann sagen, ey, Thumbnail mach ich dann so. Er hat sein Auge verloren. Ja, Bro, jetzt dein Auge verloren, nicht dein Hinterkopf. Man muss dann darstellen, ey, wenn du einen Kuchen backst, ja, dann postest du nicht dein Gesicht in Thumbnail, sondern den Kuchen, weil es geht gerade um den Kuchen. Ja, mach doch. Wenn es hier um ein verlorenes Bein geht, dann musst du zeigen, dass das Bein wirklich nicht dran ist, weil das catcht am meisten nicht der Titel, sondern das Bild. Man sieht kein Bein, wow, die Leute gehen drauf. Fertig. Ja, ja, ja. Also so, als hätte er 2 Beine. Und erklär mir mal bitte, wie kannst du in diesem Kontext über schamlos sprechen? Während es für behinderte Menschen oft ein Leben lang genau darum geht, die eigene Scham wegen diesem Handicap irgendwie zu überwinden und sich nach draußen zu trauen. Und ich selber weiß sehr gut, wovon ich rede. Hättest du mal ein paar meiner Videos geschaut, dann wüsstest du das auch. Überleg einfach mal, wie stark wäre es gewesen, wenn du deine eigene Reichweite hin und wieder mal für behinderte Menschen eingesetzt hättest. Stattdessen höre ich von dir nur Gemeckere, irgendwo aus so einem einsamen Keller, irgendwo in Buxtehude. Und von da aus zu meckern, ich glaube, das ist richtig leicht. So ein Verhalten ist charakterlich einfach ganz, ganz unten. Mund hat auch schon sehr viel, seine Reichweite schon genutzt und hat auch, muss man jetzt sagen, hat auch schon gute Sachen getan. Also der stellt ihn jetzt so dar, als hätte Monte gar nichts getan, außer den ganzen Tag in seinem Kellerchen da gezockt. Aber der hat sich auch mit hier geistig Behinderten oder Leuten mit Down-Syndrom oder Leuten, wo die Eltern getrunken haben und das Kind deswegen behindert auf die Welt gekommen ist. Ich weiß nicht, wie man es jetzt nennt. Aber mit denen hat er sich getroffen, hat denen Geschenke gemacht. Oder ja. der
spendet auch an Tierheime und so. Also so ist es jetzt nicht, ne? Ja, ja. Ganz so schlimm ist es jetzt nicht. Ja, das ist voll das Persönliche. Und ich will damit gar nicht sagen, dass das alles, was du machst, scheiße ist. So, ich finde das auch manchmal ganz lustig. Aber das, was ich hier gerade gezeigt habe, das geht einfach nicht. Vor einem Millionenpublikum so eine Scheiße über jemanden zu erzählen und dann einfach zum nächsten Video zu gehen oder zu sagen, ja, das ist nebenbei, das ist Nebensache. Nein, das ist einfach nicht korrekt. Also eine Lüge in die Welt zu setzen, das ist leicht. Aber danach die Courage zu haben, sich hinzustellen und das zuzugeben, sich zu entschuldigen, das machst du nicht. Und du wirst auch nicht alle Zuschauer erreichen können. Das ist ja das Problem an diesem Schaden. Sprich einfach mal mit den normalen Menschen auf der Straße, die jetzt keine, weiß ich nicht, 50.000 Euro pro Monat verdienen, die gemobbt werden, die ausgegrenzt werden wegen Behinderung, Armut, Religion, die wegen ihrer Herkunft ausgespottet werden. Sprech mal mit Müttern, die ihre Kinder ganz alleine großziehen müssen. Oder mit Kindern, die gar keine Eltern haben oder deren Eltern Drogen nehmen. Aber ich muss wirklich sagen, die meisten von euch da draußen haben ein wirklich geiles Mindset. Das habe ich durch die jahrelangen Begegnungen mit euch auf der Straße erlebt. Und ich glaube, das ist in der ganzen Zeit der größte Segen gewesen, weil ich sehe das ja auch bei meinen Fußballerkumpels zum Beispiel. Wenn die heute mal den Elfmeter verschießen, dann kriegen die halt hämische Kommentare oder die Rapper werden dann von irgendwelchen jungen Zuschauern von hinten beleidigt und das finden die dann richtig cool und lustig. Und solche Begegnungen hatte ich halt nicht. Also diese kurzen Gespräche oder auch manchmal auch längeren Gespräche mit euch auf der Straße, da ist wirklich viel, viel Liebe und Respekt drin gewesen. Teilweise auch richtiger Tiefgang. Und da war alles dabei von danke einfach nur für deine tollen Videos oder ey, meine Tochter hat selber Magersucht und das Thema zum Beispiel rund um Josie hat unserer ganzen Familie geholfen, damit umzugehen. Und ich kann euch so viele Geschichten erzählen, wo Zuschauer oder Zuschauerinnen, die mir auf der Straße begegnet sind, dann auch Tränen in den Augen hatten. Egal ob alt oder jung, die hat irgendein Video dann so sehr berührt, dass sie so viel Emotionen dann gezeigt haben. Und das sind für mich hunderte Begegnungen. Das ist, glaube ich, wirklich der größte Segen an so einer Arbeit, wenn man solche Erlebnisse sammeln darf. Ich glaube, der verrückteste Ort für so eine Begegnung war letzte Woche, als ich in Südafrika war. Da bin ich mit einem Guide durch so ein Township gegangen, habe so eine Tour gemacht und nur so am Rande. Ich glaube, das ist wirklich eine super wichtige Erfahrung, die ich jedem von euch wünsche, weil das öffnet einem wirklich die Augen. Aber genau, an so einem Ort, irgendwie 10.000 Kilometer von zu Hause entfernt, treffe ich dann auf eine, ich glaube, sie war so ungefähr 50-jährige deutsche Frau, die sich wiederum total bedankt für die Videos. Was ich aber wirklich erstmal lernen musste, ist, dass man es nicht jedem auf dieser Welt recht machen kann. Eigentlich möchte ich, dass jeder, der jetzt mit mir zum Beispiel so ein Video dreht, die Erfahrung genießt und Spaß am Interview hat und wenn das fertige Video online geht, das dann natürlich auch feiert. Aber das klappt halt nur in 9 von 10 Fällen. Hallo ihr Lieben, ich bin die Fabi und ich durfte in einer der allerersten Wie ist das Folgen dabei sein zum Thema Wie ist das blind zu sein und es war für mich eine ganz neue Erfahrung, weil ich auf YouTube sonst vorher noch nie auf einem anderen Kanal außer meinem eigenen was gemacht habe und der Leroy, der fängt einen so doll und super auf, der ist richtig bei einem, wenn er mit einem spricht, interessiert sich für einen und das Coole ist, einige von euch sind auch immer noch an meiner Geschichte interessiert und supporten mich. Also hier mein kurzes Feedback zum Video mit Leroy. Also mir haben die Dreharbeiten wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich fand es auch sehr, sehr heftig, wie viele Leute überhaupt zugeguckt haben. Ich fand auch, also als ich vor dem Video zu Leroy meinte, dass ich etwas aufgeregt bin, fand ich das leider... Der Staub saugt einfach im Hintergrund. Der gibt kurz Feedback ab, die Mutter sagt, darf ich kurz, ganz kurz. Staub saugt zum Zimmer einfach. Dass er damit sehr gut umgegangen ist. Ich muss ehrlich sagen, dass die Dreharbeit zu der Wie ist das Folge, wo ich drin war, sehr gut und sehr angenehm verlaufen ist. Leroy hat mich von der ersten Sekunde an sehr willkommen und auch sehr herzlich begrüßt. Er war sehr zuvorkommend. Wir haben kurz vor dem Dreh angefangen, ein bisschen zu reden, über verschiedene Themen, ein bisschen Smalltalk geführt. Auch während dem Dreh haben wir immer mal wieder Pausen eingebracht und im Großen und Ganzen fand ich das Ganze sehr locker und sehr rund. Ich muss sagen, dass hinter diesen Videos wirklich sehr viel Fleiß und sehr viel Arbeit steckt. Ich möchte hier einmal ein riesen Dankeschön an euch aussprechen. Danke, dass ihr eure Reichweite so toll ausnutzt für Menschen wie ich, die vielleicht keine Stimme überall haben. Yo, was geht? Ich bin Mike aus dem Video, wie ist das Heroin zu nehmen? Erst einmal vielen Dank für euer positives Feedback, das hat mich wirklich sehr gefreut. Das kommt mir vor wie gestern, dass wir dieses Video gedreht haben. Das war echt ein lustiger Tag. Ich bin Leroy sehr dankbar dafür, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, so zu einer großen Masse an Menschen sprechen zu können und auch zu meiner Geschichte zu stehen, weil es mich sehr viel Überwindung gekostet hat. Aber ich finde, er hat es sehr gut gemacht. Also ich bin total zufrieden damit gewesen. Ich wollte kurz Danke sagen für das Video. Ich finde das Ergebnis richtig gut. Mir schreiben so viele Leute, dass das denen, ja, denen Freude gibt oder Freude macht und den viel gibt, dieses Video, und das freut mich total. Ich habe nie mit gerechnet. Also ich bin Leroy sehr, sehr dankbar für dieses Format und dass ich daran teilnehmen durfte. Das hat wirklich mein Leben in eine positive Art und Weise verändert. Es war sehr schön, diese Erfahrung gemacht zu haben. Ich wollte den Leuten, die in meiner Situation sind,
Mut machen und das habe ich erreicht. Er hat sich wirklich dafür interessiert, was ich zu erzählen habe, hat sich für meine Lebensgeschichte interessiert. Ich bin dir, Leroy, sehr dankbar dafür, für diese Erfahrung. Es war wirklich schön, auch die Resonanz, die ich danach bekommen habe. Wenn mir jemand erzählt hätte vor 10, 15 Jahren, ich bin irgendwann in Zukunft, treffe ich mich mit einem jungen schwarzen Mann, der im Rollstuhl sitzt und der zu meiner Vergangenheit befragt, wie, was ich über ihn damals gedacht hatte und so weiter. Es hat mich unglaublich bereichert. Es war ein ganz spannender Moment. Es ist ein sehr schönes Video geworden und ich habe eigentlich nur positives Feedback erhalten. Und es haben sich auch einige Leute von früher bei mir gemeldet, was ich auch sehr schön fand. Und es war einfach eine sehr schöne Erfahrung. Die Drehzeiten mit Leroy waren echt mega, mega cool. Also es war echt richtig, richtig schön, nochmal so darüber zu reden, über diese ganze Thematik und auch natürlich euch da draußen zu erreichen mit meiner Geschichte. Ich fand den Dreh mit euch super toll. Besonders gut gefallen hat mir, dass ihr alle so neutral und so normal und so locker wart. Und ich fand auch gut, dass ihr nicht so probiert habt, irgendwie so eine Story zu erzeugen, sondern... Du hast doch gesehen, Bruder, das war auch hardcore, gell? Das war auch hardcore. Wie deswegen, ist das, Little zu sein? Ja. Das war auch hardcore. Ich hätte es nicht erwartet, dass sie selbst spricht und nicht ihren Papi spricht. Na, ganz kurz. Das reibt mich, Digga. Ey, Bruder, weißt du, wie ich gerade bin? Ich bin gerade ein bisschen müde und jetzt kriege ich diesen Lachflisch-Müde-Ding. Ja, ich weiß, ich merke es gerade. Und dann lacht gerade bei jeder Kandidatin wegen irgendeiner Scheiße. Zum Beispiel die eine, die hat nicht Leroy gesagt, die hat Leroy gesagt. Und ich muss so lachen. Weil ich denke aber, Leroy. Man denkt das, so Persia oder so, Leroy. Bruder, ich muss so lachen. Ich bin gerade jetzt, weil ich bin ein bisschen müde heute. Ganz gut. Nein, bei der fand ich es richtig krass, weil die will ja so ein Kind sein, obwohl sie erwachsen ist. So wie ich, meinst du? Ey, entkommt sie den Steuern damit? Ich fand das so dick interessant. Ganz kurz, ganz kurz. Ich fand das so... Wenn ja, ich mach's auch, Digga, gell? Ich fand das so interessant, gell? Aber dann habe ich, als ich es gesehen habe, gedacht, ich mir so... Hey, das bin eigentlich ich, weil ich benehme mich auch so. Ich basse Puzzle, ich male und sowas, gell? Und dann, ich spreche auch nicht selber, wenn ich beim Arzt bin, sondern mein Papi macht das, weißt du, was ich meine? Also du. Ja, ja. So, Bro, ja, eigentlich, also, ey, selbe war... Situation, deswegen, okay. Ich kann nichts sagen. Das war eigentlich jetzt nur Spaß. Okay, wir gucken jetzt weiter. Ja. Respekt gegenüber jedem. Heide, let's go. Dass ihr einfach die Leute wirklich einfach so erzählen lässt. Vor Ort der Dreh, alle waren super sympathisch, es war eine lockere Atmosphäre. Alles, was wir besprochen haben, was drin bleiben soll und was nicht, wurde alles umgesetzt. Also es war echt gut. Also ich fühlte mich wirklich die ganze Zeit über super betreut. Ihr seid als Ansprechpartner auch im Nachhinein noch da. Also wenn man noch mal Fragen hat zu etwas, ihr antwortet immer sehr schnell, wenn man mit euch den Kontakt schon hat. Ja, ich kann euch eigentlich nur sagen, dass ich euer Format gar nicht missen möchte. Der eine, der dann halt fehlt, der beschwert sich in der Regel, wenn er dann das Feedback von euch da draußen sieht und merkt, dass sein Auftritt vielleicht nicht ganz so gut ankommt, wie er hofft. Als Beispiel hatten wir einen Typen, der letztes Jahr bei der Folge Das Treffen auf eine Ex-Muslima getroffen ist und sich wirklich wenig einfühlsam gezeigt hat und ihr regelmäßig ins Wort gefallen ist. Mir wird Fähigkeit abgesprochen, selber abzuwägen und selbstzufrieden zu sein. Naja, aber es wird gesagt, man darf nicht so viele Beziehungen haben, man soll heiraten, weil wenn ich sonst so viele Beziehungen habe, dann bin ich dann ganz unglücklich. Nein, aber das gehört halt zum Leben dazu. Du darfst Beziehungen haben. Also du kannst Beziehungen, wir leben ja auch in Deutschland. Es geht um den Islam, es geht nicht darum, was das ist. Ja, aber warum willst du die Religion ändern, wenn du selbst auch so bist? Ich ändere sie nicht, ich hinterfrage sie, weil die eine Religion überhaupt gegeben ist. Mach, was du willst, habe ich das Kopf noch abgelegt. Das ist auch voll traurig, weil dieser Islam ist ja auf TikTok dieses, der will den Islam, also der repräsentiert ja den Islam sehr und auch die Werte vom Islam. Und da hat er sich wirklich sehr, sehr kindisch benommen. Er hat sich ein bisschen daneben benommen. Ja, zum Beispiel, sie redet und sie, weil, guck mal, sie ist ja da, um zu zeigen, wie ist es, eine Ex-Muslima zu sein. Ob er es scheiße findet, es interessiert hier keinen. Sie ist da, um zu repräsentieren, wie es ist, eine Ex-Muslima zu sein. Und sie sagt, wie sie sich fühlt und warum sie es getan hat. Und er sagt, ja, aber dann mach doch, ja, tu doch. Und so. Und es war so full kindisch. Ja, da war gar keinerlei Respekt, weißt du? Er hat sich sehr angegriffen gefühlt. Voll, voll. Du musst hier wirklich objektiv an die Sache rein. Du darfst dich deine Gefühle reinbringen und es verletzt sich, dass jemand den Islam verlassen hat. Ja. Verstehst du? Ja, natürlich. Weil im Endeffekt zum Beispiel bei der einen, die wurde missbraucht und dann trifft sie auf einen Pädophil, ne? Das wird ja von eingeblendet. Denkst du, sie wäre nicht auch am liebsten so ausgerastet, aber sie hat versucht, ruhig zu bleiben. Ja, oder auch beim hier mit dem Zoophilen, oder wie man das nennt, der Geschlechtsverkehr mit Hunden hat. Denkst du, der denkt auch, der hätte der auch... Der Tierbeschützer hätte ihn auch gern... Ja, der hätte auch alles Mögliche am liebsten gesagt. Aber in dieser Situation musst du einfach, das ist der Mensch, du bist der Mensch. Reif sein und chillen. Safe, weil du änderst daran eh nichts, weißt du? Ja. War dann auch das erste Mal nicht halal essen und ich habe mir dann Tinder installiert, um... zu daten, genau am selben Tag. Und ich habe auch meinen Freund kennengelernt. In 12 Ländern die Todesstrafe auf Homosexualität. Und alle 12 sind islamisch. Das hast du was mitbekommen? Das ist immer wieder im Iran, in Saudi-Arabien. Nein, das ist umgesetzt worden. Ich habe es noch nie mitbekommen. Und das Feedback von euch in den Kommentaren, das war halt dann auch dementsprechend negativ. Und dann hat sich der Typ ins Internet gesetzt mit einem anderen Typen und dann Folgendes behauptet. Ich glaube, das, was hier probiert wurde zu machen, ist das, was immer... Immer heißt es, irgendwie
irgendwie irgendwo immer dabei. Immer. Leute, ganz kurz zu den Mädchen. Wir sagen jetzt nicht, das, was sie sagt, ist komplett richtig. Ja, ich habe alles vergessen, Bro. Wie alt ist dieses Interview? Bestimmt schon 1-2 Jahre. Natürlich hat sie falsche Sachen gesagt, falsche Fakten aufgelegt, verstehst du? Wir sind auch nicht der Meinung, dass es komplett geil ist, den Islam zu verlassen. Wir lieben ja auch den Islam und so, weißt du, was ich meine? Aber trotzdem lasse ich jeden machen, was er will. Ja. Und trotzdem bleibe ich respektvoll. Wenn sie jetzt was Falsches sagt zum Beispiel, dann sage ich, das stimmt nicht, sondern ich lasse sie aussprechen, dann sage ich meine Meinung. Ja, genau. So, das meinte ich. Ja, genau. Also deine Meinung kannst du ja gerne sagen, aber lass die andere Person aussprechen und unterhaltet euch auf Augenhöhe, weißt du? Dass das auch so wie ein Gespräch wirkt und nicht so wie so ein Vater, der immer noch sauer ist nach 3 Jahren, weißt du? Was noch mal lösen jetzt? Was zu machen ist, den Islam so gut wie möglich ins schlechte Licht zu rücken. Diese beiden wollten dich in eine Falle locken. Ich weiß nicht, was dieser Benjamin... Das ist auch ein bisschen ein Film, gell? Die wollten dich in eine Falle locken. Man denkt, das war gerade so... Die sind ausgebüxt aus dem Gefängnis. Die wollten die wieder einfangen. Ja, oder? Weißt du, nein? Daneben, die will, der war nicht mal beim Dreh dabei. Ja, aber du, alle locken. Ich weiß nicht, was dieser Benjamin Blümchen daneben, die will, der war nicht mal beim Dreh dabei. Aber du selber, du warst da. Und du müsstest eigentlich wissen, dass hier auch muslimische Mitarbeiter an diesem Projekt mitgearbeitet haben. Und der Vorwurf, diese Lüge, dass ich die Religion schlecht darstellen möchte, das macht absolut keinen Sinn. Also mich macht es auch traurig, dass Menschen da draußen das dann auch noch glauben. Ich habe selber muslimische Freunde im engsten Kreis. Ich habe hier Mitarbeiter, die würden sich doch alle verarscht vorkommen. Lass es uns kurz und schmerzlos machen. Mein Team hat deine Vorwürfe mit dem Rohmaterial vom echten Video gegenübergestellt. Das ist respektlos gegenüber unseren Urgroßvätern. Aber so kann man ja auch kein Land entwickeln, wenn wir mal behaupten, nur weil sie so früher gedacht haben, können wir das nicht kritisieren. Nee, wir können ja die Sachen von damals mitnehmen. Ich finde schon, dass wir in der Vergangenheit... Boah, jetzt pass auf, hast du das gesehen? Nee. Sorry Leute, habt ihr das gesehen? Weil ich kann mich an diese Situation so gut erinnern. Ich habe gesagt, glaubst du nicht, dass es gewisse Punkte gibt aus der Vergangenheit, die für uns heutzutage auch noch gut sind, weiterzuführen in dem Sinne? Ich habe gesagt, wir können die guten Sachen nehmen, habe ich doch gesagt. Achte mal. Die guten Sachen von damals... Jetzt kommt ein Schnitt. Pass auf, jetzt kommt ein Schnitt und dann redet der Leroy, aber dazwischen habe ich noch voll viel gesprochen, weil ich Beispiele gegeben habe. Ach, jetzt nehmen. Ich finde schon. Du hast doch gerade Luft geholt. Ja, was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, heutzutage ist das so, wallahi, genauso wortwörtlich. Ich habe das Wort zum ersten Mal im Mund genommen, nachdem ich das eine Woche vorher kennengelernt habe, Bodycount. Ich kann mich so gut erinnern an diesen Moment. Ich habe gesagt, heutzutage ist es so, dass du irgendwie deinen Bodycount erstmal pushen musst, damit du nach dem Motto hier in der Gesellschaft angekommen bist. Und das ist alles raus. Alles, wallah, alles, was ich gesagt habe, ist raus. Wenn ich das einfach so akzeptiert hätte und gesagt hätte, okay. Okay, Leute, jetzt kommt Rohmaterial. Das voilà. Das ist jetzt Material. Das ist jetzt krass, wenn das jetzt nicht der Fall sein sollte, gell? Bro, er hat geschworen. Er hat bei Gott geschworen, Bruder. Alter, dann ist man krass. Darf jetzt nicht respektlos. Also glaubst du, du bist jetzt ein besserer Mensch als die vor 100 Jahren? Du bist mit einer besseren Moral, mit einer besseren Verständnis vom Leben und so? Also wenn du das von dir behauptest, dann ist das falsch, finde ich. Weil das ist respektlos gegenüber unseren Urgroßvätern und so aber weiter. Aber so kann man ja auch kein Land entwickeln, wenn wir immer behaupten, nur weil sie so früher gedacht haben, können wir das nicht kritisieren. Nee, wir können ja die guten Sachen von damals mitnehmen. Ja, aber ich finde schon, dass... Da hat er ja angeblich schon was gesagt. Oh Gott, bitte nicht. Bitte nicht, Leute. Und er bringt was über den Islam bei und so, aber nimmt Gottes Namen in den Mund und lügt dabei. Weißt du, was ich meine? Ja. Hä? Als ob. Wirklich, Leute. In der Vergangenheit wurden Menschen verfolgt. Du schwörst auf deinen Gott, während du lügst. Ich hab gesagt, heutzutage ist das so, wallahi, genauso wortwörtlich. Ich habe das Wort zum ersten Mal im Mund genommen, nachdem ich das eine Woche vorher kennengelernt habe, Bodycount. Ich kann mich so gut erinnern an diesen Moment. Und das ist nur ein Beispiel. Ich kann beweisen, dass alle deine Vorwürfe von A bis Z gelogen sind. Und damit schadest du nicht nur dir und Digga, deinem Leroy, Ruf. Will ich gerade wirklich auseinandernehmen. Wie sagen er hat eine Tabelle erstellt. Er hat eine Tabelle erstellt. Bruder, er nimmt gerade alles mit. Leute, das ist jetzt das letzte Video von Leroy und deswegen, er denkt sich so, ich nehme jetzt alles auseinander. Ja, ich nenne sogar Manuelsen Benjamin Blümchen. Aber nicht Benjamin. Benjamin. Boah, ganz kurz. Das ist natürlich sehr, sehr schlau von Leroy. Leroy, der hört jetzt auf mit YouTube, weißt du, ich meine, von ihm kommt nichts mehr. Er zieht sich jetzt zurück, deswegen kann er jetzt sagen, frech sein zu Monte, zu Manuelsen, zu wem auch immer. Weil, wie sollen die zurückschießen? Er denkt sich so, ich gucke kein YouTube mehr. Ich mache kein YouTube mehr. Sondern vor allem allen anderen Muslimen, die es ohnehin oft schon schwer genug hier in Deutschland haben. Und das finde ich wirklich traurig. Ich muss aber auch sagen, du bist auf keinen Fall repräsentativ für die muslimische Community in Deutschland. Die meisten wollen sich gar nicht mit dir irgendwie connected sehen und schämen sich, wenn sie sowas sehen. Und um das Kapitel abzuschließen, kommen wir jetzt zum jüngsten Beispiel. Ein Junge, der 1,72 Meter groß ist, fliegt in die Türkei und lässt sich dort die Beine aufschlitzen und dann die Oberschenkelknochen
aufsägen, um seine Beine verlängert zu bekommen. Und das ist ziemlich kranker Scheiß. Aber nach unserem Interview über dieses Thema geht er hin und veröffentlicht ein Video, in dem er behauptet, er wäre absichtlich falsch dargestellt worden. Das habe ich gesehen auf TikTok. Dieser Typ hat sich auf TikTok gemeldet und hat gesagt, das war so schlimm dort, bla bla bla. Wenn er jetzt auch Beweise dagegen hat, Bruder, dann ist heute Feierabend, Bruder. Dann hat Leroy jeden so mit Stirnkuss schlafen gelegt, sag ich euch ehrlich. Er hat auch Videos gefaked, die er reingeschnitten hat. Also komplett realitätsfern. Er hat mich vor Ort gesehen, ich bin super gelaufen, mir ging es gut. Ich kannte dich vor dem Dreh überhaupt nicht. Ich habe dich nur hier in diesem Studio laufen sehen und ich habe genau gesehen, wie du vor dem Dreh nochmal runter in den Keller auf Klo bist und du hast für diese 10 Stufen fast 30 Sekunden gebraucht. Bro, ich schaffe das doppelt so schnell und ich bin wirklich seit 22 Jahren Rollstuhlfahrer. Und heute, 3 Monate später, hast du selber gepostet, läufst du so. Er hat mich vor Ort gesehen, ich bin super gelaufen. Ja, ehrlich, weiß ich. Ist es das wert? Ist es das wert? Du kannst nicht laufen. So, du warst gesund und jetzt läufst du so, als ob du eine Krankheit oder so hast, ja, oder irgendwas, du einen Unfall hattest oder so, nur um 10 cm größer zu sein. Wirklich, wegen 10 cm. Ey, Bruder, das ist alles Gehirnwäsche, dieses Internet fickt euch doch komplett alle, also uns auch. Ja, aber also, das gibt's doch nicht, dass er ist so jung, so hübsch, weißt du, ja, was ich meine, ja, gesund. Ja. Er macht sich extra so kaputt für 10 cm, weil die Mädels im Internet sagen, oh, ich brauche hier schon 1,90. Bro, das geht gar nicht. Also sowas, Leute, wirklich. Ich jetzt nicht. Also das Problem bei so einem Video ist, dass es voller Lügen ist und 6 Millionen Aufrufe bekommt, ohne dass er irgendwo Beweise bringt. Und die Leute glauben ihm einfach, dass die Stimmung kacke war, dass er sich unwohl gefühlt hat, dass ich auch einfach sehr unsympathisch ihm gegenüber war. Freunde, das Problem mit solchen Vorwürfen ist, ich behaupte jetzt einfach, du hast vor 2 Minuten heimlich gefurzt. Stimmt nicht? Wie willst du mir das beweisen? Also wie willst du beweisen, dass ich lüge? Oder müsste ich nicht eigentlich dir beweisen, dass du gefurzt hast? Das heißt, man kann in die Öffentlichkeit gehen und sagen, der war voll komisch, der war unsympathisch. Wie soll ich denn jetzt das Gegenteil beweisen? Und genau das ist das Problem. Da kann jemand im Internet einfach irgendwelche Lügen verbreiten und das sehen dann 6 Millionen Menschen. Und wie sollen diese 6 Millionen Menschen, selbst wenn ich jetzt das Gegenteil beweisen könnte, davon Wind bekommen, dass das alles gelogen war? Das ist dasselbe Problem wie vorhin bei Montana Black. Man wird diese Menschen gar nicht erreichen. Aber ich muss wirklich ein großes Dankeschön an mein Team ausrichten. Denn die haben vor ein paar Jahren angefangen, dass nämlich jeder, der zu Gast war, ein paar Tage später gefragt wird, wie er den Videodreh denn überhaupt fand. Mein Team fragt also nach, was wir verbessern können und holt Feedback ein. Und einen Tag nach dem Dreh hat er uns dann das hier geschickt. Und deshalb wirklich ein großer, großer Kuss raus an mein Team, weil wir haben selten die Möglichkeit, Beweise zu liefern. Aber in diesem Fall könnt ihr euch selber davon überzeugen. Hi, also hier ist der Leon. Ich war gestern beim Leroy im Video und das Video ist ja für euch, dass ihr so einfach meine Meinung hört über die Zusammenarbeit. Und ich muss sagen, ich fand die Zusammenarbeit mega. Also es hat richtig Spaß gemacht und ist mega einfach von der Bühne gelaufen, sage ich mal. Also der Schreibkontakt mit der über WhatsApp war mega easy. Auch natürlich dann der Empfang, Leroy, das ganze Team, mega sympathisch und freundlich. Leroy, ich will euch alle heiraten, ihr seid die besten Menschen. Ich werde niemals in Zukunft ein Video gegen euch machen. Oder nein, so. Nein. Und es gibt nichts, wo ich jetzt sagen würde, das könnte man verbessern oder ist schlecht gelaufen. Also ich bin sehr zufrieden. Und das sagt er halt wirklich. Da gibt es gar nichts zu verbessern. Das war top. Nichts, was er kritisieren kann oder so. Scheiße, Digga. Der hat ihn jetzt auseinandergenommen, Leroy. Das komplette Gegenteil davon, also mega krasse Lügen, hat er dann öffentlich vor 6 Millionen Menschen behauptet. Und es war so eine cringe, unangenehme Stimmung, wo ich mir dachte, boah, ey, lass jetzt den Dreh bitte anfangen. Ich kann nicht mehr. Das ist so eine unangenehme Situation hier gerade. Auch Fahrtkosten würden sie nicht übernehmen. Und dann hat sie das gesagt und ich hab's überlegt. Ich dachte so, hat sie das jetzt gerade echt gesagt? Das ist schon... Das Einzige, was daran stimmt, ist, dass es hier noch nie Gagen gab, sondern Aufwandsentschädigung. Und das ist für solche Interviewformate auch vollkommen normal. Wir buchen hier nämlich keine bezahlten Schauspieler. Stattdessen freuen sich Menschen, wenn sie hier teilnehmen dürfen und vor so vielen Zuschauern ihre eigene Geschichte erzählen können. Genau wie der Typ hier. Ich habe gerade eure Anfrage gesehen und habe mich unglaublich gefreut. Also ich kann es gerade immer noch nicht glauben, weil ich persönlich Leroy seine Videos schon seit 3 Jahren kenne und verfolge. Und auch meine Schwester, da habe ich das gerade erzählt, die konnte es gar nicht glauben. Aber ich wäre sehr, sehr gerne ein Teil eurer Geschichte, also eures YouTube-Kanals und würde meine Geschichte ja einfach wiedergeben. Ich bin eine offene und ehrliche Person, also ich wäre auch bereit natürlich für kritische Fragen und dementsprechend würde ich mich sehr, sehr freuen für eine Zusammenarbeit. Also wirklich, ich kann es immer noch nicht glauben. Die schreiben mich an für ein Video, dass ich dabei bin, aber ich muss noch die Fahrtkosten übernehmen und habe Ausgaben.
Und auch das stimmt nicht. Er hat seine Fahrtkosten sogar selber ausgerechnet und dann 130 Euro für die Aufwandsentschädigung vorgeschlagen. Deswegen am besten, glaube ich, wäre es, wenn wir das mit diesem Tankgeld machen würden. Ich glaube, da sind wir dann sogar auch nochmal billiger dran. Also ich müsste das ausrechnen, aber auf gar keinen Fall viel teurer, wie jetzt mit so Tickets. Musst du mir nur sagen, ob das in Frage kommt oder nicht. Aber im Endeffekt könnte ich halt für das gleiche Geld halt rein theoretisch mehr Begleitpersonen sogar noch mitnehmen. Also das würde sich besser rechnen. Nein, hier ist sogar ein Beweis. Die haben 100, so das Geld überwiesen. Nein, das war der Commerzbank, sehe ich gerade. 130 Euro, Leute, hier ist der Beweis. 130 Euro hat er bekommen. Bro. Und er hat selbst ausgerechnet. Weißt du? Er hat gesagt 130 Euro. Alter. Er hat nicht gesagt 200 und die haben 130 gegeben. Ja. Er hat 130 gesagt. Ach du Scheiße. Gut, ne? So schließlich, Freunde, lernt euren Körper selber zu lieben. Egal, ob ihr jetzt 1,60 Meter nur groß sein solltet, das macht keinen Unterschied. Denn jeder Zentimeter, den ihr irgendwie dann versucht noch draufzupacken, der ändert nichts daran, wenn euer Charakter kacke ist. Und der Typ hat es einfach nicht verkraftet, was ihr als Zuschauer in den Kommentaren geschrieben habt über seine Operationen, die wirklich einfach kacke sind. Und du musst damit leben können, dass Menschen sagen, das ist scheiße, du machst dir deine Gesundheit kaputt. Dasselbe, wenn jemand irgendwie so ein Brazilian Buttlifting macht oder sich da Implantate in den Hintern schiebt. Auch da sagen Menschen, ey, das ist einfach gesundheitlich richtig fragwürdig. Man kann dabei sterben. Und das finden Leute dann auch kacke. So, Freunde, und jetzt kommen wir zu meinem Fazit. Ich bin nach meinem Gast Samuel Koch und Wolfgang Schäuble wahrscheinlich der bekannteste Rollstuhlfahrer in ganz Deutschland. Und wenn ihr den cool findet, dann habe ich zumindest die Hoffnung, dass ihr vielleicht nicht mehr denkt, wenn ihr irgendwo einen Rollstuhlfahrer auf der Straße seht, voll behindert, sondern vielleicht seid ihr einfach ein Ticken offener. Wenn ein Rollstuhlfahrer in eurem Leben irgendwie mal eure Hilfe braucht, vielleicht könnt ihr den einfach mal richtig schön mit einbinden und seid einfach da für solche Menschen. Das ist so meine Idee. Und genau dasselbe gilt aber auch, wenn jemand in seiner Familie aufwächst und immer hört, dass alle schwarzen Menschen Affen zum Beispiel sind. Diese Beleidigung höre ich regelmäßig und dann gibt es aber diesen einen Menschen, den kennt er. Der ist da irgendwie im Internet und da merkt er, okay, das ist völliger Bullshit. Das ist ein korrekter Typ und dementsprechend ist es einfach eine dumme Beleidigung. Und ihr da draußen, jeder von euch, kann ebenso in seinem eigenen Umfeld so eine Wirkung haben. Zeigt den Leuten da draußen einfach, dass ihr die schlaue Blondine seid oder der freundliche Tätowierte oder vielleicht der coole Polizist. Das wird das Bild von so vielen Menschen prägen, also seid euch bitte einfach immer eurer eigenen Wirkung bewusst. Bevor mich mein Bruder damals zu diesen Videos hier gebracht hat, habe ich mich privat schon lange aus den sozialen Medien verabschiedet gehabt. Mir war das einfach viel zu viel Zeitverschwendung. Und Teil dieser Social-Media-Krankheit zu sein, die Menschen richtig süchtig macht, sodass teilweise im Durchschnitt 5 Stunden pro Tag an diesen Geräten hier gehangen wird. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber er hatte damals einfach das bessere Argument, weil er meinte, ob du jetzt da bist oder nicht, die Leute konsumieren halt sonst irgendjemand anderen in der Zeit. Und du könntest den Menschen vielleicht zumindest in dieser Zeit etwas Sinnvolles mitgeben, wo sie vielleicht sogar irgendwas draus lernen. Ich habe es mal nachgerechnet. 5 Stunden Handy pro Tag, das klingt jetzt erstmal nicht so heftig. Ich meine, der Tag hat ja 24 Stunden. Aber wenn wir jetzt mal die 8 Stunden fürs Schlafen abziehen und dann 8 Stunden für Arbeit, Schule und 1 Stunde für Essen und Putzen, Duschen, Toilette, dann bleiben noch ungefähr 7 Stunden vom Rest des Tages, die ihr für Freunde, Familie, Sport, vielleicht Sex oder halt für 5 Stunden Handykonsum habt. Und ich habe das Ganze mal ausgerechnet, das sind 114 aktive Tage pro Jahr und 25 Jahre eures aktiven Lebens, die ihr nur an diesem Gerät gerade verbringt. Und ich weiß, es fällt nicht, wie es bei uns ist. Das ist echt viel. 5 ist es sicherlich nicht. Nee, Bro. Aber sagt ihr echt voll oft auch so duschen und so wegdrücken, Bruder, deswegen. Da kommt man auch ein bisschen mehr. Jetzt beende ich das Video, weil ich nicht mehr seiner Meinung bin. Super schwer, das Ganze überhaupt zu begreifen, weil wir alle stecken da gerade mittendrin. Aber wir sind halt einfach auch so ein bisschen krank, muss man sagen. Ich kenne das selbst, dass man keine 10 Meter ohne Handy machen kann. Und das in diesem Video krank. Ich glaube, wir müssen Montes laut krank. Zero, Joshua, Leon, dieser Typ mit dem Beinverlängerungs-Krank. Das sind wir auch Benjamin Blümchen. Das ist gerade gesagt. Und vielleicht seid ihr auch einfach krank, gell? Perfekt, ihr seid alle krank. Aufs Klo mitnimmt und es irgendwie auch ständig geladen sein muss und man, bevor man irgendwie rausgeht, den Akku auf jeden Fall am Start haben muss, weil wenn der ausgeht, das Gefühl, das kennt jeder, es ist irgendwie schon so ein bisschen gruselig. Es ist irgendwie fast schon so, als wäre das Handy ein Teil unseres Körpers geworden. Und schuld daran sind am Ende diese sozialen Medien hier. Bitte reflektiert einfach euren eigenen Konsum. Wenn ihr es schafft, löscht TikTok und Co. und verbringt mehr Zeit im realen Leben. Ihr habt nur dieses eine Leben, das möchte ich euch mit auf den Weg geben. Und nun kommen wir zum womöglich schwersten Teil heute, nämlich dem Ende. Ihr habt mich jetzt jahrelang hier ertragen und deshalb bin ich euch auch eine Antwort schuldig. Aber zunächst mal, ja, ich
werde aufhören. Ich höre mit diesem Video hier auf. Diese Entscheidung ist. Ich dachte sogar am Anfang, dass echt Clickbaiting wäre. Aber ich dachte so, macht das Leo? Ich weiß nicht, weißt du? Mm-mm, aber der hört wirklich auf. Der hört wirklich auf. Für mich schon vor einiger Zeit gefallen. Also macht euch bitte keine Sorgen, dass ich wegen irgendwelcher Internet-Clowns oder irgendwelchen Kritiken, über die ich euch geredet habe, meine Leidenschaft aufgebe. Ihr dürft nicht vergessen, Joko und Klaas zum Beispiel, die kennt jeder. Die wurden mal entlarvt, dass sie ganze Folgen von A bis Z gefaked haben. Und die haben sich halt entschuldigt und irgendwie ging es danach auch weiter. Und ich habe jetzt 7 Jahre lang erfolgreich einen YouTube-Kanal geführt und diese Szene, glaube ich, ziemlich gut verstanden. Also ihr könnt mir vertrauen, wenn ich euch jetzt die wahren Gründe erkläre, warum ich aufhöre. Zum einen habe ich jetzt seit knapp 2 Jahren gar kein eigenes privates Social Media mehr und die öffentlichen Kanäle, die ihr von mir kennt, die habe ich damals in die Hände meines Teams gelegt. Und das war wirklich die beste Entscheidung überhaupt. Glaubt mir, der Anfang war super komisch, weil der Daumen dann ganz verzweifelt die Apps auf dem Handy sucht, aber irgendwann vergeht das und ihr verbringt die Zeit einfach mit anderen Dingen. Ich mache zum Beispiel viel mehr Sport. Ich trainiere jeden Tag meine Beine und komme immer weiter. Und das motiviert, das macht unglaublich viel Spaß. Und außerdem bereise ich die Welt, was im Rollstuhl manchmal ziemlich herausfordernd ist. Aber es macht Spaß. Ich lerne ganz andere Kulturen kennen und weiß ich nicht, das erfüllt mich auf jeden Fall. Außerdem bedeutet, in der Öffentlichkeit zu stehen, auch immer einen gewissen Druck. Du wirst ständig so ein bisschen beobachtet, wenn du zum Beispiel in der Stadt unterwegs bist. Und dann gibt es halt auch so Situationen, dass du heimlich gefilmt und fotografiert wirst. Und ich habe das persönlich noch nie gemacht. Und unterbewusst heißt das also immer, du darfst jetzt bloß nichts Falsches machen. Du darfst jetzt zum Beispiel nicht in Busch pinkeln, was, glaube ich, jeder schon mal gemacht hat. Also versteht mich nicht falsch. Ich habe mir das auch genauso ausgesucht und will mich überhaupt nicht beschweren. Nur jetzt bin ich halt einfach an dem Punkt, dass ich das nicht mehr möchte für mein Leben. Und ich kenne auch viele andere YouTuber, die sich an diesen Lifestyle von Gucci, Louis Vuitton, Mode, Markenklamotten, dicken Autos und so gewöhnt haben und dementsprechend auch die ganze Zeit so viel Geld brauchen. Und außerdem haben sie sich vielleicht auch an dieses Aufmerksamkeitsding gewöhnt, dass immer, wenn sie in den Raum kommen, sie die coolste Person sind und alle mit ihnen ein Foto machen wollen. Das heißt, sie sind praktisch verschmolzen mit dieser Internetpersönlichkeit. Und ich kann euch sagen, ich habe mir nie etwas auf diese ganzen Sachen eingebildet. Und deshalb brauche ich das jetzt auch einfach nicht mehr. Und ich habe euch immer wieder gesagt, ich mache das Ganze hier so lange, wie es mir wirklich Spaß macht. Und das letzte Jahr, das war einfach ein bisschen mehr Kampf als Spaß für mich. Und ich möchte mir da auch irgendwo treu bleiben. Und vielleicht ist es jetzt Zeit für mich, etwas Neues zu machen. Überlegt mal, ich habe mit mehr als 500 unglaublich spannenden Menschen in den letzten Jahren geredet. Ich habe die auch persönlich getroffen und jetzt ist es vielleicht einfach für mich. Mein Team ist jetzt arbeitslos. Also, mein Team so, ach echt, für dich ist es hart. Was sollen wir jetzt sagen? Als Menschen Zeit für ein ganz neues Kapitel. Ich habe auch vor YouTube schon mal was ganz Normales gearbeitet und vielleicht mache ich da auch einfach weiter. Vielleicht mache ich sowas. Ich weiß es einfach noch nicht. Und was ich euch aber auch noch mitgeben möchte, wenn ihr hier aus dem Raum Köln und Umgebung kommt, hier in Köln gibt es plötzlich ein Studio, wo eigentlich immer Platz und Zeit ist. Also meine Videos werden hier auf jeden Fall nicht mehr gedreht. Das heißt, wenn du da draußen ein Fotoshooting machen möchtest oder irgendwelche Videoaufnahmen dafür so ein Studio brauchst, dann melde dich sehr gerne. In den letzten Wochen haben wir die Videos, die noch da waren und manche von euch haben es schon vermutet, ganz schnell versucht, fertig zu machen und für euch hochzuladen. Denn die Menschen in den Videos haben sich Zeit genommen und das wäre jetzt nicht korrekt, nur weil ich aufhöre, dass es diese Videos nicht mehr online gibt. Und ich weiß, es waren jetzt sehr viele Videos, aber ihr könnt euch die ganz in Ruhe über die Weihnachtszeit hinweg anschauen. Stöbert auch gerne mal nochmal runter in die alten Videos auf diesem Kanal, weil das ist wirklich eine Fundgrube mit richtig schönen Stories von richtig tollen Menschen. Wir machen es kurz und schmerzlos. Ich danke meinen Gästen für das jahrelange Vertrauen. Ohne euch wäre diese Reise hier nicht möglich gewesen. Ich danke aber auch meinem Team, also jedem Einzelnen von euch, der an diesen Videos mitgearbeitet hat. Begonnen in meinem eigenen Wohnzimmer bis hin hier in dieses XXL-Büro mit Studio. Man konnte euch, also diejenigen, die diese Videos wirklich dann bearbeitet haben, nie sehen, obwohl ihr so einen großen Anteil an diesem Endprodukt hattet. Und ich möchte euch aber sagen, ich habe euch gesehen. Ich habe diese Arbeit gesehen und ohne euch im Rücken, das sage ich hier ausdrücklich, hätte ich das hier niemals geschafft. Deshalb tausend Dank an euch. Und was bringen solche schönen Videos, wenn sie am Ende keiner schaut? Deshalb Dankeschön an euch Zuschauer und Zuschauerinnen da draußen. Ihr habt mich jahrelang supportet und mir ganz, ganz viel Liebe gegeben. Und nein, das hier ist kein April-Scherz. Das hier ist tatsächlich nach 7 Jahren mein letztes Video gewesen. Und vielleicht ein bisschen schade, dass ich in so einem besonderen Video dann auch über so ein paar negative Sachen sprechen musste. Aber Fehler gehören halt zum Leben dazu. Und deshalb sind das hier auch meine letzten Worte an euch. Das Ganze hier ist nur Social Media und nicht das reale Leben. Tragt euer Herz auf der Zunge und begegnet euren Mitmenschen offenherzig. Und liebt euch und euren Körper verdammt nochmal so, wie ihr seid. Sehr schöne Schlussworte. Wow, das waren wirklich sehr, sehr gute
Schlussworte, jetzt hab ich schlecht gesprochen. Ganz kurz, egal, ihr zwei habt schon geschafft. Okay, das ist krass, er hört wirklich auf mit YouTube. Das ist crazy. Nicht, weil das ist nicht so mal schnell Insta-Löschen, so YouTube, er hat das 7 Jahre lang aufgebaut. That's crazy. Also aber mein Herz wird brechen, Bro, nach 7 Jahren aufzuhören. Ja, safe, aber das Ding kommt aber. Ja, aber wenn er sich nicht mehr wohlfühlt, dann ist es vielleicht auch besser so. Naja, Leute, ich werde mit 50 hier noch stehen oder für euch da sein, das ist ja ganz genau. Ich höre. Okay, Leute, das war's mit der Reaction. Wir sehen uns morgen um 20 Uhr. We love you guys. Ciao. Genau, checkt noch JT Family ab am Sonntag, 19 Uhr. Tschüss. Ciao.